gut! Der ist gut! Wir haben gegen Bayern gewonnen! Justin! Justin! Hi, Justin hier. Liebe Grüße an Nico, seine Community. Viel Spaß mit dem Leben. Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Stream hier auf diesem Channel. So, heute geht es los. Heute geht es los. Endlich wieder Bundesliga. Wir können gemeinsam wieder unseren SVW zusammen anschauen, anfeuern und so weiter und so fort. Ja, Länderspielpause, ich sag mal so, langsam kommt so ein bisschen auch diese Geilheit auf die EM, hat man langsam Bock drauf, ja, ist dann schon so, dass man sagt, boah, geil, jetzt bald geht das auch los, aber ich glaube, ich spreche alle vereinzelt, wenn ich sage, man schaut dann doch auch immer so ein bisschen auf die Uhr, 15:30 samstags, was, kein Bundesliga läuft, ja, muss man jetzt auch erstmal so ein bisschen mit klarkommen, sagen wir mal so. So, meine Freunde, ein paar Leute haben es vielleicht von euch gewusst oder mitbekommen gehabt. Warte, ich mach mal ganz kurz Stadion-Sound aus, machen wir gleich dann an für die Stimmung. Und zwar eigentlich wäre ich ja eventuell heute gar nicht da gewesen, dann hätte meine Frau den Stream übernommen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass das Ganze bei mir verschoben worden ist. Das heißt, ich bin eben trotzdem hier. Und die Folge, die ich angekündigt habe, oder dieses Projekt, was ich angekündigt habe, was dann bald am Weserstadion gedreht wird, beziehungsweise, was ich euch schon so gesagt habe an Spoiler, das kommt, das findet dann aber in einer der nächsten Heimspiele statt, so dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, von Hermann Hansen habe ich die Wette schon mal angenommen. Er sagt Alvero nicht in der Startelf, ich sag Alvero in der Startelf, mein Lieber, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ich habe aber schon mal eine kleine Ankündigung für euch, und zwar schon mal für die Ersten, die da sind. Ich habe einen Link, einmal hier unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr drauf gehen, oder bei dem angepinnten Link, ja, setz dich ruhig hin, oder willst du drüben? Achso, ja, dann tut das einfach so. Tschüss, ist das viel. So, und zwar folgendermaßen, bei dem angepinnten Link in der Beschreibung oder auch hier im Chat kommt ihr zu dem neuen Discord-Server. Wir haben einen komplett neuen Discord-Server mit ganz verschiedenen Sachen. Kann ich euch mal kurz zeigen hier? So, pass auf. Das hier ist der Discord-Server und jetzt schaut mal hier auf der linken Seite. Erstmal, wenn ihr hier reinjoint, landet ihr hier. Also willkommen. Wie gesagt, die Ersten sind schon drin, ihr seht, es sind schon einige Leute hier mit reingekommen. Also hier sehen wir auch schon einige Mitglieder. Auf der Rechtsseite seht ihr jetzt nicht, aber genau. Jetzt gibt es verschiedene Kategorien. Zum einen, das hier ist die Wartehalle, das ist für die Leute beim Stammtisch, ja. Hier warten, dann schiebe ich euch hier rein und dann gibt es eben den Talk montags. Jetzt kommt aber weiteres. Werder Transfer, unter Werder Transfer findet ihr immer die aktuellsten Gerüchte, die werden immer wieder aktualisiert, sobald es neue Gerüchte gibt, hier bei transfermarkt.de. Dann Zugänge sowie Abgänge werden immer jeden Sommer, jeden Winter aktualisiert, dass wir immer die aktuellsten Zugänge und Abgänge hier drin haben. So, dann gibt es Matchday, das ist praktisch hier noch in Arbeit, sozusagen. Das hier ist noch in Arbeit. Hier könnt ihr praktisch eure Elf reinschreiben. Also wenn ihr da schon drauf seid, könnt ihr hier auch eure Elf, eure Traumelf zum Beispiel reinschreiben. Dann haben wir ein Fußball-News. Da habt ihr die aktuellsten Bundesliga-News auch mit drin, auch zur EM. Dann geht's weiter, da habt ihr Diskussion. Hier bei Community, Diskussion. Hier ist praktisch der Chat für alle. Also da könnt ihr euch untereinander austauschen. Ich gehe hier auch immer wieder rein, schreibt mit. Wie gesagt, die Ersten haben schon mitgeschrieben. Der Channel wurde gestern Nacht noch aufgebaut. Deswegen brennen auch meine Augen bis zum geht nicht mehr. Vor allen Dingen müssen wir aber ein riesen Lob und ganz, ganz viel Liebe rausschicken an Progy, Tino, der da bis 3 Uhr morgens noch dran saß, dass das jetzt alles hier schon da ist. Und wir haben auch noch Meme, also einfach für Memes, wenn ihr da Memes reinschicken wollt.
hier Chefkoch, auch geil gemacht. Oder hier die 99er-Karte, die meine Frau hier erstellt hat, hat Pascal hier reingeschickt. Genau, das könnt ihr halt alles auschecken. Wie gesagt, was, wofür soll der Discord sein? Im Prinzip, gerade hier bei Diskussionen, anstatt eine Werder-Gruppe zu machen auf Instagram, wo zum Beispiel nur 50 Leute oder so rein können, haben wir hier die Möglichkeit, auch mehreren hunderten Werder-Fans die Möglichkeit zu geben, hier reinzukommen, miteinander zu chatten, auf einer sachlichen Ebene. Jeder hat sein Ticket sozusagen, um hier reinzukommen. Das Ticket kriegt ihr dann abgenommen, wenn ihr irgendwie dumme Sachen schreibt, Beleidigung oder sonst was, dann werden halt die Accounts gesperrt. So, ich suche auch noch Mods, die da auch noch ein bisschen mit drauf aufpassen bei dem Discord. Gerne bei mir privat melden. Genau, und dann könnt ihr gerne Teil davon sein, diesen Discord-Channel, den größten Werder-Discord-Channel gemeinsam aufzubauen. Das ist mein Ziel, hier die größte Werder-Gruppe aller Zeiten reinzuballern. Und ihr könnt unter den Ersten sein. Wie gesagt, die Ersten sind schon dabei. Ihr seht es ja hier auch. Ja, genau. Und dann landet ihr erstmal hier. Könnt ihr mal die Neuesten grüßen. Domme ist gerade reingekommen. Arsen ist reingekommen. Jan Niklas ist reingekommen. Alex ist reingekommen. MacReady, Fabi, Kimbi, FIFA Gamer, Chefkoch, Joker HD, Tekul, Yannick, Rold, HK, Nadine. Ganz, ganz liebe Grüße. So. Also, wenn ihr hier reinkommen wollt, einfach mal rüberschauen. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich denn den Link jetzt hier? Kriege ich jetzt hier einen Link? Kann ich irgendwo hier einen Link auch schicken? Er ist ja angepinnt. Ist angepinnt im Chat. So, ist angepinnt im Chat. Da könnt ihr einfach drauf gehen. Ne? So, gut, oder? Ist gut, Chat? Da haben wir den größten, machen wir uns den größten, die größte Werder-Community, die es gibt. So, machen wir uns dahin. Das ist so ein Plan, oder? Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr? Ist gut? So, moin Jungs, da kommen die ersten rein. Sehr, sehr gut. Ich mache jetzt hier schon mal die ersten Sachen auf, auch Bundesliga-Seite. Bundesliga. Wo haben wir denn Bundesliga? Da haben wir Bundesliga. Hier ist die Aufstellung natürlich noch nicht drauf. Ich habe gerade eben schon gelesen, die Aufstellung ist schon da, bei mir hier noch nicht. Müssen wir noch ein Momentchen warten. So, also. Ich mache mal den Chat hier nochmal rein. Schreibt schon mal eure Tipps rein. Schreibt schon mal gerne eure Tipps rein. Was sagt ihr denn? Was ist euer Bauchgefühl? Link kannst du von deinem alten Discord kopieren? Ah ja, okay. Ja, ich guck gleich mal, wie ich das hier noch mache. Aber ich habe eigentlich einen Link auch hier drinne. Dachte ich zumindest. Ich habe einen angepinnt, oder Chat? Wo ist denn jetzt hier der Chat? Da ist der Chat. Da haben wir doch den Chat. So, das sieht dann im Plan aus, oder? Chat, so, da haben wir es doch. Vinigo, bist du der beste YouTuber? Dein Tipp für heute? Ah, Ben, mein Lieber. Ich hoffe, du bist schon im Discord, wenn du hier schon sowas Nettes reinschreibst. Hermann, Herr Mansen. Hermann, denk dran, ne? Wenn gleich Alvero drin ist. Ich warte auf die 5 Subs. Umfrage ist angepinnt. Umfrage ist angepinnt und der Link, oder? Seht ihr den Link? Wir können ja mal gerade gucken. Hier. Ja, guck mal, die Ersten sind doch hier gerade schon reingekommen. Da sind auch schon die Ersten wieder drin. Einladung erstellen. Einladung erstellen. Guck mal hier. Kopieren. Ja, schicke ich euch auch mal rein. Da, bitte. So, da könnt ihr rein. Da könnt ihr rein. Also, da drauf gehen und da könnt ihr reinkommen. Übrigens, hier gab es auch schon die ersten Tipps. Wir können ja mal kurz drauf gehen. So, guck mal hier gab es schon die ersten Tipps. Schauen wir mal gerade. Ich hatte hier auch 2-2, habe ich gesehen. Genau, auch wer spielt im Mittelfeld? Alvero Bittencourt, Schmid, glaube ich auch. Durch wollte mal Sturm, höchstwahrscheinlich halt 0 funktionieren. Moin, die Runde, was tippt ihr? Genau hier. Ich habe auch geschrieben 3-2, denke aber leider 2-2. Ja, wie gesagt, die ersten Austauschungen sind hier schon gegeben. So, und da müsstet ihr dann landen. Guck mal, Olli. Olli ist gerade reingekommen. Olli! Olli, mein Lieber. Knutscher. So, siehst du. Ja, kommt da alle rein. Das ist doch vernünftig hier. Aufstellung ist da, warte mal. Bei mir noch nicht. Bei mir ist Aufstellung nicht da. In 6 Minuten keine Spoiler rein.
Sonst kriegen wir hier einen Flipper. Sonst kriegen wir hier einen Flipper. Keine Spoiler bitte rein. Keine Spoiler rein. Meine Frau hat hier ein bisschen Essen noch mitgebracht. Wie geil ist das denn? Schön hier mit. Oh, guck mal. Oh. Kuss auf die Nuss. Grüße. Grüße, Borny. Bist du auch schon im Discord-Server? Chat, wer ist alles schon im neuen Discord-Server? Wie gesagt, größten Werder-Discord-Server, den es jemals gab, wollen wir da kreieren. Also, alle rein. Twitter ist schon da. Ey, keine Spoiler. Keine Spoiler. Bitte, Freunde. Warum ist denn hier nicht? Warte mal. Warte mal. Hab kein Discord-Server, Nico. Dann ganz schnell erstellen. Es ist in 2 Minuten gemacht. Da. Dann gehen wir halt hier. Gucken wir hier erstmal. Okay. Gucken wir gleich bei Bundesliga. 3, 2, 1, jetzt. Zetterer, Demann, Jung, klar. Dux, Bittencourt, war klar. Velkovic, Romano Schmid, Aru, Alvero. Wollte meine Friede. Es ist eigentlich genau die, die wir gedacht haben, ne? Oh, Hermann Hermansen. 5 Subs an die Community. Alvero, die Wette habe ich gewonnen. Ich war im alten Discord-Server. Ja, dann kommt in den neuen. Kommt in den neuen. Alle Sachen passieren jetzt nur auf dem neuen. Das wird aktiv sein da. So, was sagt ihr zur Aufstellung? Velkovic in der Mitte. Nee, Velkovic rechts. Jung links, Mitte Friedel. Ja. Pavlenka, Pieper, Keita, Hansen, Malatini, Imarsen. Imarsen auf der Bank. Opels, Groß, Röcker. Boah, aber unsere Bank sieht auch echt Katastrophe aus, ne? Hermann, du geile Rakete! Hermann, die geile Rakete, guck ihn dir an hier. Wettschulden sind Ehrenschulden, guck ihn dir an. Hier, Hermann, für dich. Für dich das Feuerwerk hier, mein Lieber. Sehr, sehr geil. Hermann, ich hoffe, du bist auch schon bei Discord. Bittencourt natürlich, Bittencourt war doch klar. Wieder keine Hand. Das war klar. War mir klar. Pieper Velkovic, denkt man, man ist einfach für den Fitteren entschieden. Schätze ich mal. Gehen wir bei der einen auf Arbeit, dann kannst du einstellen, dass der Link länger als 7. Ja, habe ich. Ich habe der angepinnte Link, hält auch länger als 7 Tage. Und der unten in der Videobeschreibung auch. Der hält auch länger als 7 Tage. Nur den, den ich hier gerade in den Chat reingetan habe, der ist nur 7 Tage. Mal ziehen, die seine Chance passt hat. Ja, Chance passt, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde schon, dass er eigentlich auch ein paar... Es konnte schon auf sich aufmerksam machen, sag ich euch ehrlich. Leon, Borny, sehr geil. Borny, mach Alarm. Ja, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Hermann, du geile Rakete! Hermann, knallt dir direkt nochmal 5 raus. Guck mal hier, für dich, Hermann! Geiler Typ, Junge! Hermann, hier hast du einen Knutscher. Danke dir, Hermann, jawohl. So, okay, gut, wusste nicht, ob du das kennst. Danke dir, Ace Jack. Danke dir trotzdem fürs Bescheid sagen, mein Lieber. Das sieht, also es ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, es ist eine sehr angeschlagene Elf, ne? Ich bin nur mal gespannt, wie es vor allen Dingen ohne Weiser läuft. Ah, Prodigy ist hier im Chat. Falls ihr gerade einzeln Mitgliedschaften verschenken könnt, verschenkt mal eine hier an den Ehrenmann. Guck mal hier. Prodigy war bis 3 Uhr morgens noch dran, um den neuen Discord-Server zu erstellen. Bis 3 Uhr morgens hat der Typ geackert. Bis 1 Uhr, Prodigy, korrigier mich. 1.13 Uhr, glaube ich, war ich noch dabei. 1.10 Uhr, 1.20 Uhr, sowas. Sowas die Ecke. Und dann bis 3 Uhr morgens hat der Typ noch durchgezogen, damit der Discord-Server steht, wie er jetzt da steht. Hier, der Discord-Server hat er erstellt. Und guck mal hier, dieses Bild hat er auch gemacht. Warte mal, unter Ankündigung müsst ihr reingehen. Da, guck mal. Guck mal hier, wie geil.
Guck mal hier, wie geil. Watch along YouTube, Real Nico. Oh, nice. Streamstart 14:15. Real Nico presents Werder Bremen gegen Wolfsburg. Geil, wa? Hat er geil gemacht. So, ich sag ja, kommt rein. Kommt rein hier. Rein in den Discord-Server. Guck mal hier, ganz viele kommen hier gerade rein. Schön. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, guck mal hier. Hauke kommt rein, Poseidon, Harry, Young Liat, Hinzo, Brandvirus, kommen alle gerade noch rein. Schön. Schön, schön, schön. Wie gesagt, das wird der größte Werder-Discord-Server, den es jemals gab. Ich schwör's euch, Freunde. Also, alle reinkommen da. Jeder ist eingeladen, der sich benehmen kann. Wer sein Ticket verliert auf gut Deutsch, das heißt, einfach nur Scheiße schreibt, der fliegt. Alle anderen sind willkommen. Größte Werder-Gruppe, die es gibt. Was sagt ihr zur Aufstellung? Note rein, Note rein. 1 bis 6. Was bringt denn der Discord? Kenn mich da nicht aus. Ja, kann ich relativ einfach erklären. Der neue Discord ist dafür da. Es gibt verschiedene Kategorien. Das soll vor allen Dingen dazu dienen, dass wirklich A, unter dem Aspekt, es gibt ja verschiedene Gruppen, ne? Zum einen Werder News, das heißt, ihr werdet immer die neuesten News und sie werden automatisch da reingepostet. Dann Real Nico YouTube Videos, das heißt, unter der Kategorie werdet ihr immer direkt zum neuesten YouTube Video kommen. Das heißt, ihr könnt automatisch immer den Discord abchecken, wirst neues Video da, neue Ankündigung da, Werder News da, Bundesliga News da. Unten gibt es eine Abteilung für Diskussionen, ist auch markiert mit Diskussionen, da kann jeder rein, könnt ihr untereinander diskutieren, während des Spiels, abseits vom Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel reinschreiben. Dann gibt es eine Kategorie für Memes, seid da kreativ, macht coole Sachen, natürlich nicht unter der Gürtellinie, sondern wirklich einfach coole Sachen reinmachen da und dann gib ihm, versteht ihr? So, der soll für jeden Werder-Fan da sein. Und alle, dann werden sich ja auch noch Sachen ergeben. So, ihr seht ja hier bei Diskussionen, da sind schon, hier Hermann Hermansen ist jetzt auch hier drin. So, seht ihr. So, und da könnt ihr halt einfach euch austauschen. Seht ihr? Ist total, total geil. So. King Louis, willkommen zurück bei Real Nico Dritte Liga, du geile Sau. Knutscher. Sehr, sehr geil. Ah, bei Bundesliga, der ist auch raus jetzt. Ja, wir gucken mal. Schauen wir mal. Freunde, weiß ich, ob ihr schon gemacht habt, aber alle mal ein Däumchen oben da lassen, gerne ein Abo da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne mal nachholen. Und dann schauen wir jetzt auf die komplette Kette. So ist es dargestellt. Alvero auf 6, Leo Romano 8er, vorne Duxchot. Ja, ich denke, genauso wird es aussehen. Ich denke, genauso wird es auch aussehen. Und bei Wolfsburg, Paredes, Saar, Behrens, Minim, Arnold, Gerhard, Rikle, Baku, Zissinger, Lacroix, Bornau. Ich spiele in Dreierkette, Wolfsburg. Czerny auf der Bank, Meier auf der Bank, Wind auf der Bank. Junge, Junge, Junge. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Habt ihr Hasenhüttels PK gesehen? Hasenhüttels PK war aber auch wirklich so ein bisschen nach Kategorie Erwartung hochhalten, sag ich mal. Der sagt einfach, er ist jetzt eine Woche da, natürlich muss eine Änderung erkennbar sein, nach einer Woche. Natürlich muss die in der Handschrift zu lesen sein, sagt er, nach einer Woche. Und er hofft, dass man das auch sehen wird. Ich dachte mir, Digga, was? Überleg mal, wenn bei uns etwas Neues passiert, dann heißt erstmal Eingewöhnheit, einlernen, weiß ich nicht. Und dann kommt auf der anderen Seite so ein Hasenhüttel und sagt nach einer Woche, natürlich muss eine Änderung erkennbar sein. Ich dachte mir, tschüss, Digga. Da ist aber jemand aus der Premier League gerade rübergekommen, wa? Hammerhart, ey. Ich bin richtig gespannt. Ich kann Hasenhüttel 0,0 einschätzen. Nico, wenn man sich mit YouTube verknüpft, kann man auch eine Rolle in deinem Diskussion bekommen. Ja, achso, warte mal. Ich weiß nicht, ob es schon eingestellt ist, aber an alle Kanalmitglieder,
wenn ihr euer YouTube mit Discord verknüpft, das heißt, bei Discord euch anmeldet über YouTube, ne? Und ihr seid bei mir Kanalmitglied, dann seid ihr auf dem Discord-Server auch Kanalmitglied. Ich weiß noch nicht, ob es schon drin ist. Ihr könnt es aber mal ausprobieren. Ich werde da einen einzelnen Chat machen, nur für Kanalmitglieder. Das heißt, ein separaten Chat wird noch entstehen, wo dann die Kanalmitglieder untereinander nur schreiben können. So, das machen wir auch auf dem Discord-Server. Das heißt, verknüpft euer Discord mit YouTube und dann könnt ihr, wie gesagt, seid automatisch auch bei meinem Discord, automatisch auch Kanalmitglied. Also ihr müsst nicht nochmal Kanalmitglied werden, sondern eure Kanalmitgliedschaft gilt dann auch für Discord und dann könnt ihr da in den Kanalmitglieder-Chat reinkommen. Gut, wa? Ist geil? Einzelchat, wunderbar. Wer fehlt euch in der Startelf? Wisst ihr dafür? Ich weiß, ich sehe es auch gerade. Freude ist auch leicht groß. Kommt mir so vor. Wer fehlt euch in der Startelf, Freunde? Martina hat 2 Tage nicht voll trainiert. Dass Martina auf die Bank geht, habe ich mir sowieso gedacht. Wenn erstmal alle wieder fit sind. Groß, Hansen würde ich mich so freuen. Mir fehlt ein Stürmer. Guck mal, so Sachen kann man zum Beispiel auch machen. Wenn wir jetzt in Discord gehen, ne? Guck mal, können wir auch hier zum Beispiel machen. Reagiert. Warte, pass auf. Hä? Reagiert mit grünem Herz, wenn ihr glaubt, dass Hansen heute reinkommt. Guck zum Beispiel hier. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht geschrieben im Discord-Server. Ne? Schaut mal. Reagiert mit grünem Herz, wenn ihr glaubt, dass Hansen heute reinkommt. Zack, mit grünem Herz reagiert. So, versteht ihr? Also so Sachen könnt ihr halt dann auch machen. Wie so kleine Abstimmungen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeine coole Frage habt, zum Beispiel, sagen wir mal, glaubt ihr, dass heute vor der 60. Minute gewechselt wird, dann reagiert mit grünem Herz. Könnt ihr zum Beispiel auch hier reinschreiben. YouTube-Account wurde mit Discord verbunden. Perfekt. Das ist sehr, sehr klug, weil, wie gesagt, das könnt ihr halt alle machen, ne? YouTube-Account mit Discord verbunden, weil dann seid ihr hier, wenn ihr bei mir Mitglied seid, seid ihr hier auch automatisch Mitglied, ne? So. Das auf jeden Fall dazu. So, jetzt müssen wir hier das hier mal wieder rüberschieben. Auf wen freut ihr euch denn heute am meisten? Schreibt mal einen Namen rein. Schreibt mal einen Namen. Ja, Justin ist verletzt, Freunde. Justin reinschreiben ist ein bisschen lost. Justin ist ja verletzt. Das bringt ja nichts. Also das geht ja nicht. Würde ich mir zwar auch wünschen, dass er heute da wäre, aber was willst du machen? Verletzt ist verletzt, ne? Mhm. Alles klar? Hast du die auch schon gesehen? Avero Stadel. So, dann müssen wir mal hier gerade 2 Helden kurz mal blockieren. Kriegt 5 Minuten jeweils Timeout. Sollte klar sein, dass man nicht irgendwie 100 Mal Justin schreibt, nachdem wir auch noch gesagt haben, der ist verletzt. Ein bisschen los, kriegt den Timeout. Danach wieder bitte normal schreiben, dann ist auch wieder alles cool. Alvaro, Imasen. Das ist auch ein guter Call. Glaubt ihr, dass Imasen heute reinkommt? Schreibt mal rein. Das wäre ja auch ein Ding, ne? Unser Mann aus der U23. Wenn der heute in den Start reinkommt, das wäre auch ein Brett. Braunschweig 2-0. 3-0, sorry. Das wäre auch eine gute Umfrage hier. Das müsste ich auch. Guck mal, reagiert mit grünem Herz, wenn ihr glaubt, dass Hansen reinkommt. Hat 10 Herz mittlerweile. Schreibt mal jemand hier in den Discord-Server rein,
Schreibt mal jemand in den Discord-Server rein, ob Joel Emarsson heute reinkommt. Als Frage. Auch mit grünem Herz reagieren dann. Das würde mich mal interessieren, wie viele das glauben. Ich kann auch hier jetzt auch wieder eine Einladung schicken, oder? Einladung erstellen, kopieren. Hier, warte. Schicke ich euch rein. Kommt hier rein. Kommt da rein und stimmt mit ab. Ob Joel heute hier, reagiert mit grünem Herz. Jawohl, Chris, sehr gut. So, zack, mit grünem Herz reagiert. Top, geil. Genau so kann man das da machen. So, sieht nicht gut aus für Schalke, dieser Spieltag bisher. Für 10 Minuten wäre top. Man muss einfach bei Joel, muss man eine Sache schon mal vorab sagen. Das ist ganz wichtig. Kovnatski fällt 4 Wochen aus. Wir haben aktuell mit dem Jimmer die nächste Verletzung. Das heißt, wir haben nur Duxch und Woltemade. Selbst wenn Jimmer wieder fit ist, du brauchst immer 2 Spieler, die du jeweils aussetzen kannst. Zolles, nächstes Tor übrigens bei Düsseldorf. Alter Zolles, ne? Das ist einfach nicht normal. Komm, du Werder! Schreibt mal alle rein. Zolles, komm, du Werder! Moin Nico, moin Bernd! Gucken wir nochmal. Das Tor will ich nochmal sehen. Und jetzt, guck mal. Oh, Zolles, dieser erste Kontakt. Wunderbar, Abschluss sogar gar nicht mal so gut, ey. Wahnsinn. So, pass auf. Jetzt nochmal, zurück zu Joel. Du hast mit Joel überhaupt nichts zu verlieren. Der Typ ist komplett treffsicher raus. Drauf. Natürlich Bremen-Liga, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist egal. Das ist egal, ob Bremen-Liga oder sonst was. So, Jimmer hat auch vor 2 Jahren noch Regionalliga gespielt. So, versteht ihr, was ich meine? Du musst den Leuten auch mal eine Chance geben. Und der Typ hat nichts zu verlieren, wie gesagt. Schmeiß den rein heute. Für die letzten 10, 15 Minuten einfach als frische Kraft. Wenn er direkt netzt, meint ihr, wie dann die Leute über den reden werden? Dann wird keiner mehr sagen, ja, aber der spielt nur Bremenliga. Das ist immer so ein dummes Argument, zu sagen, ja, das ist genauso wie mit Hansen. Das, boah, das hat mich richtig abgefuckt. Dass dann Leute auch danach schreiben, bei Hansen, nach der PK, wo Ole Werner gesagt hat, ja, aber man darf nicht vergessen, der hat auch noch kein Profispiel. Ja, Bruder, der wird auch 100 Jahre noch kein Profispiel haben, wenn wir selber den nicht einsetzen. Wir sind dafür ja verantwortlich, dass der jetzt kein Profispiel hat. Er muss eingesetzt werden, Hansen. Erst dann kannst du ihn ja auch da beurteilen, wie er sich in der Profiliga macht. Versteht ihr, was ich meine? Ist doch klar. Du kannst doch nicht sagen, ja, der hat noch kein Profispiel. Schatz, gib mir auch mal bitte so einen Sprite. Der hat noch kein Profispiel, wenn der dann, wenn er eh noch nicht eingesetzt wird. Wie soll er denn ein Profispiel haben? Der ist von Manchester United rübergekommen, damit er eben Spiele machen kann auf Profi-Ebene. Damit er diesen Sprung machen kann. So. Und das sind ja keine, hier steht jetzt drin, man sollte die Erwartungen nicht hochschrauben. Es sind ja gar keine Erwartungen. Das ist ja das Ding. Es sind doch gar keine hohen Erwartungen. Die Erwartung ist, wechsel den Spieler ein. Ob er dann ein gutes Spiel macht oder nicht, sehen wir dann. Schauen wir mal. Da hat doch keiner zu hohe Erwartungen. Da sagt doch keiner, das ist jetzt der nächste Messi. Da ist er doch. Da ist er doch. Sagt doch gar keiner. Keiner sagt das. Versteht ihr, was ich meine? Keiner sagt das. Deswegen, da müssen wir unbedingt mal runterkommen. Da müssen wir einfach wirklich reinkommen in diesen Modus, Talente zu fördern, richtig auszubilden, richtig zu spielen und dann gib ihm. Da unterschätzt du aber den körperlichen Unterschied. Das sind halbgedopte Maschinen in der Bremenliga, sind Freitagkicker. Hat damit gar nichts zu tun. Joel trainiert die ganze Zeit bei uns mit, mit den Profis. Was sind denn unsere Spieler dann? Sind das dann auch Freitagkicker? Oder trainiert er mit Leuten auf Bundesliga-Niveau? Mit Bundesliga-Einsatz? Hä? Verstehst du, was ich meine? So, was ist der? Das ist total bescheuert zu sagen. Das ist genauso wie mit Regionalliga. Dann hätte Dinci damals nie reingekommen. Dann hätte Nick Woltemade nie reingekommen. Dann hätte niemand irgendwie was sagen sollen zu Salifu, weil der hat vorher Bundesliga U19 gespielt. Genauso wie Joel übrigens. Der hat auch U19 Bundesliga gespielt. Das ist Quatsch. Jeder Spieler, der jetzt erfolgreich irgendwo spielt, hat ja früher mal Oberliga, Regionalliga oder sonst was gespielt und hatte eine Chance bekommen, um sich höher zu beweisen. Und das gilt auch für Joel. Wenn er das nicht nutzt, ist okay. Ist doch kein Problem. So, das ist ja kein Problem. Aber jetzt gerade haben wir ja keinen. Was ist denn die Alternative?
bevor jetzt die Leute sagen, ja, da kannst du Joel nicht bringen und erwartet zu hoch halten und so weiter. Was ist denn die Alternative zu Joel jetzt gerade? Wenn wir heute im Sturm wechseln, wen sollen wir denn wechseln? Das ist ja genau diese Chance für so einen jungen Spieler. Genau dann bringst du eben deine eigenen Talente. So förderst du die. Einfach reinschmeißen mal. Auch mal ein bisschen Vertrauen schenken. Reinkommen ist ja super, aber der wird nicht jetzt 2 Scorer pro Spiel machen. Ja, das ist aber, das ist so crazy schwarz und weiß denken, Bruder. Ey, check. Weil wer hat denn gerade was von 2 Scorer pro Spiel gesagt? Wer? Wir reden gerade über genau eine Sache. Bringt Hansen und Joel heute als Chance? Niemand sagt, die sind jetzt der nächste Messi, die machen jetzt 2 Scorer pro Spiel. Niemand. Das ist, wie gesagt, viel zu krass Schwarz-Weiß-Denken. Weißt du, was ich meine? Es sagt auch keiner, dass es keinen Unterschied gibt, Bruder. Das ist auch Quatsch. Hat auch keiner gesagt, dass es keinen Unterschied gibt. Hat niemand gesagt. Mein vorausgegangener Satz vorhin war, ja, ich weiß, der Sprung von Bremen-Liga zu Bundesliga ist groß, aber es ist eine Chance. Niemand sagt, dass es keinen Unterschied gibt. Ich finde, dass allein so viel über Hansen geredet wird, ist Ausdruck von seiner Erwartungshaltung. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, dass prinzipiell, wenn wir Neuzugang haben, immer über den geredet wird. Weil du natürlich auch Hoffnung hast, dass dieser Spieler vielleicht einschlagen kann. Und ich habe Hansen ja auch schon gesehen. Ich finde Hansen richtig, richtig gut. Allein wie der sich technisch durchsetzt. Und bei Hansen, achtet mal drauf, wenn der heute reinkommt, wir werden es ja sehen, wenn der heute reinkommt, schaut euch mal an, wie der körperlich wirklich drauf ist. Dafür, dass der so dünn und klein gebaut ist, setzt er sich richtig gut durch und lässt sich auch nicht so schnell fallen. Unterschätzt aber nicht, wie sehr das runterzieht, wenn dann reinkacken. Also das Wort verheizen hat schon immer seine Berechtigung. Naja gut, kannst du dann rein theoretisch bei jedem Spiel, zu jeder Minute, zu jedem Zeitpunkt sagen. Du könntest bei jedem Spiel, zu jeder Situation einen Spieler verheizen. Am Ende liegt das ja dann bei dem Spieler, sich zu zeigen. Aber das hast du immer. Aber wann verheizt du einen Spieler eher weniger, wenn du sowieso keine Wechselalternativen hast und dann eben reinkommst? Oder wenn du vielleicht 6 andere Spieler neben dir hast und dir dann mal 2 Minuten bekommst. Also es wird immer Gründe geben dafür oder dagegen, ne? Hansen ist so stark, ich wohne in Norwegen und hier wird der schon hochgelobt. Der ist unglaublich stark. Hansen ist unglaublich stark. Wartet mal ab, wenn der technisch spielt. Das ist wie mit Alvero. Alvero haben vor ein paar Wochen noch Leute gesagt gehabt, ja, Flop kannst du auf keinen Fall kaufen. Kannst du auf keinen Fall kaufen. Ohne den zu sehen. Nur weil er nicht spielt. Und was war das für ein Argument? Weil die Leute gesagt haben, wenn der so gut wäre, würde der ja spielen. Dann hat er seinen ersten Einsatz bekommen. Auf einmal die Hälfte der Leute haben eine andere Meinung und sagen, ja, bring mal Alvero von Anfang an. Schmeiß den mal rein. Ja, Bruder. Ich sag ja, das ist dann halt immer, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach ganz crazy. Das wäre ein guter Punkt. Hansen war bei ManU, Bremer Startelf, wird sicher nicht einer von ManU gescoutet und Hansen war eben gescoutet, ja. Guter Punkt. Ich sag euch eine Sache, um mal positive Vibes reinzubringen. Heute kommt Hansen rein, heute kommt Joel rein und wir machen heute ein gutes Spiel. So. Und jetzt will ich, dass alle da draußen einmal grün-weiße Herzen reinschreiben. Heute die Werder fahren hoch. Alle Granaten, die da jetzt rein in den Chat da. Ich will, dass wir heute 3 Punkte holen. Wir haben genug diskutiert, Freunde. Kommt, rein da jetzt. Eine Community. Wir sind alle Werder-Fans, komm, zusammenhalten. Einmal jetzt hier rein. Jawohl, Hinzu fängt schon an, grün-weiße Herzen. Meine Frau hier auch, grün-weiße Herzen. Werder fahren rein, jawohl. Das war das Wort zum Samstag, Nico. So nehme ich. Ja, guck mal. Ja, Michael, schön. Nadine, wunderbar. Schön sieht das aus. Guck mal, Simon, Andi. Ja. Manfred, jawohl. Oh, Asm TV knallt Nummer 5. Kanalmitgliedschaften in den Chat.
Fünf weitere Leute können jetzt hier ihre grün-weißen Herzen Werder-Fan reinballern. Danke dir, Arsten. Sehr großzügig. Mua, Knutscher. Guck mal, sogar mein Mod Chris hat jetzt hier gerade eine Mitgliedschaft bekommen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Alle, die gerade bekommen haben, bedankt euch mal und gerne nochmal weitere grün-weiße Herzen rein. Hier gibt es nochmal ein Feuerwerk für die Mitgliedschaften. Geil! Geil! Und wie gesagt, Freunde, wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, unser neuer Discord-Server, kommt hier rein. Kommt hier rein, hier wird schon diskutiert. Hier wird schon diskutiert. Reagiert mit grün-weißem Herz, wenn ihr wollt, dass Nico heute reinkommt. Natürlich. Hallo, ganz klar. So, wie sieht es mit meiner Frage aus? Wo ist meine Frage denn? Da. Reagiert mit grünem Herz, wenn ihr glaubt, dass Hansen heute reinkommt. 12 Leute grüne Herz. Gut. Gutes Signal hier. Gutes Signal hier. Lauch war gewesen, schafft ihn gebracht. Ja, wer kennt diesen Namen heute? Hermann, genau so. Hermann, genau so. Richtig. Richtig und wichtig. So, kommt da hier rein. Kommt in den Discord-Server, Freunde. Wie viele Leute sind wir denn hier mittlerweile? Ja, ich glaube, ja, wir gehen auf die ersten 100 zu. Die ersten 100 Leute sind gleich drin beim Discord-Server. Wir werden die größte Werder-Community überhaupt hier auf dem Discord-Server. Kommt da alle rein. Alle kommt da rein. Wie gesagt, hier unter Diskussion könnt ihr einfach miteinander chatten. YouTube Live, YouTube Videos, da seht ihr, dann werden immer automatisch meine neuen Videos direkt vom Bot gepostet. Perfekt. Angefangen wird's hier bei Willkommen. Transfergerüchte habt ihr hier, international, Werder-Gerüchte, Werder-Zugänge, Werder-Abgänge, alles habt ihr im Discord-Server. Kommt da rein. Kommt da rein, meine Freunde. Das ist jetzt unser Ziel über die nächsten Wochen. Der größte Werder-Discord-Server der Welt zu werden. Kriegen wir hin, oder, Chat? Da müsst ihr alle reinkommen. Das wird wunderbar, sage ich euch. Wenn ich leichtes Hamburger. So nämlich. Alle jetzt nochmal einen Daumen nach oben reinknallen. Alle nochmal einen Daumen nach oben reinknallen. Moin Simon, du geile Sau! Simon auch, der größte Ehrmann. Schreibt mal euer Ergebnistipp rein. Nicht mal 150 Likes. Was? Freunde, ganz schnell nachholen. 300 Likes für 3 Punkte hier, ganz schnell. 300 Likes für 3 Punkte, kommt rein in die Bude. Ich rieche mal da auf Dings. Was sagt ihr zu den Gerüchten zu Boltzmann? Ich sag, er geht. Ich sag, er geht, sorry. Ich sag, er geht. Wer Champions League spielen kann mit Stuttgart, der geht zu Stuttgart. Ich bin der Meinung, aber bügel andere Meinungen nicht. Was, Rinico, ich bin deiner Meinung? Okay, aber bügel andere Meinung nicht als Quatsch oder Schwachsinn ab. Das ist keine akzeptierende Meinung. Was habe ich denn als Quatsch gesagt jetzt? Habe ich gerade was als Schwachsinn gesagt? Dann tut es mir leid. Dann tut es mir leid. Ich habe natürlich gerade nur von meiner Sichtweise, von meiner Meinung geredet. Ah. 2-2, 2-1. Boah, 2-2, das habe ich auch so oft gelesen, ne? 2-2 habe ich gerade so oft gelesen. Warte mal, wenn du gerade eben das meintest mit dem Sichtweisen, habe ich gesagt, das ist Quatsch, das so zu sehen, nur im Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß-Denken hat nichts mit Meinung zu tun. Weil das waren ja gerade eben Beispiele, die keiner gesagt hat. Niemand hat gesagt, dass ein Spieler reinkommt und jetzt 2 Scorer pro Spiel macht. Niemand hat gesagt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Bremenliga und Bundesliga. Das ist Quatsch, weil es niemand gesagt hat. Wenn die Meinung aber zum Beispiel ist, dass man es so sieht, dass man selber sagt, dass Hansen vielleicht nicht so weit ist oder so, dann ist das seine Meinung, dann ist das für mich okay. So, nur nochmal, um das klarzustellen. Die ersten 100 sind voll im Discord.
Großen Dank an euch. Geil! Proji schreibt hier gerade rein, die ersten 100 Jungs sind voll. Die ersten 100 sind voll. Geil, geil, geil. Sehr, sehr geil. Guck mal, Freunde, das ging auch schnell. Die ersten 100 Leute sind im Discord schon da. Ha! Das wird der größte Discord-Server überhaupt. Da könnt ihr euch austauschen, Freunde. Und seid natürlich dann immer hier auf den Videos und Streams dabei, ist klar, ne? Schreibt mal rein, wer heute ein Tor macht. Was glaubt ihr, wer macht heute Tore? Wir haben ein riesen Torproblem da zu sein. Wer macht heute ein Ding? Nico, wieso eigentlich ein neuer Discord-Server? Kann ich dir sagen. Proji kam auf mich zu. Erstmal muss man sagen, super sympathischer junger Mann. Kam auf mich zu, er hatte eine Idee. Hat mir gesagt, ey, ich habe eine Idee mit deinem Discord-Server. Du nutzt den ja gar nicht richtig. Ich so, ja stimmt, ich benutze den ja eigentlich nur für Stammtisch. So, hat er gesagt, wir könnten praktisch einen Discord-Server erstellen, wo automatisch, wenn ein neues Video online geht, das da direkt gepostet wird, wo automatisch eben bestimmte Sachen passieren, wie Livestreams, wie Ankündigungen, wie Werder Transfer News, Gerüchte, dass man das alles so strukturiert macht. Und da habe ich mir gedacht, ey, warte, nicht jeder hat Instagram, nicht jeder hat, keine Ahnung, TikTok, nicht jeder hat irgendwas, aber Discord kann sich eigentlich jeder machen, so, indem du eigentlich nur eine E-Mail-Adresse brauchst. Und jeder hat eine E-Mail-Adresse. Und dann dachte ich mir, es wäre doch eigentlich ganz geil, aus allen Plattformen die Leute zu vereinen auf Discord und dass bei Discord eben wirklich dann etwas Großes entstehen kann. Die größte Werder-Community jemals. So. Und ich glaube, dass wir das hinkriegen als Community. So, dass jeder willkommen ist. Und dass wir wirklich darauf achten, dass man eben, wie gesagt, jeder kann diskutieren, hin und her, ist doch alles cool, ist doch top, ne? Ist doch top. Wird wahrscheinlich auch emotionaler. Ich bin ja vor dem Spiel, ich weiß selber, ich bin vor dem Spiel anstrengend. Wer heute mit mir diskutieren will, ich weiß selber, ich bin anstrengend vor dem Spiel. Braucht ihr mir nicht sagen. Ich bin vor dem Spiel emotional, nach dem Spiel wahrscheinlich auch. Es sei denn, wir gewinnen 5-0, dann sage ich zu euch, ey, ich küsse links und rechts alles von euch. Versteht ihr, was ich meine? Kein Problem, ne? Aber, ja, ich glaube einfach, dass das eine Möglichkeit ist, wo Werder-Fans zusammenkommen kann, diskutieren können und trotzdem alles in dem größten Rahmen bleibt, wo man so ein bisschen überwacht. Das heißt, wenn jemand sich einfach gar nicht benehmen kann und nur beleidigt, darum geht es ja, wenn jemand nur beleidigt oder andere Leute runtermacht, mobbt oder irgendwie sowas, fliegt er halt raus. So, fliegt er halt raus. Versteht ihr, was ich meine? Und das mit den Bots finde ich super, dass die automatisch dann immer kommen mit diesen automatischen News. Genau, ja. Das gefällt mir sehr gut mit Bots und so weiter für News. Gute Arbeit. Danke dir, mein Morgs. Gilt vor allen Dingen an Proji. Proji hatte die ganze Grundidee und hing bis 3 Uhr morgens noch dran, um da viele Sachen zu machen. Da kommen auch noch weitere Sachen, wie gesagt. Aber ja, das ist auf jeden Fall hier mal... Ja, guck mal, hier haben wir jetzt auch noch weitere Umfragen. Sehr, sehr geil. Nicht über Stream anzeigen. Ah ja, okay, gut. Okay. Ja, okay. Ja, guck mal, hier kommen ja auch ganz viele. Guck mal, hier kommen immer weitere Leute rein. Zack, zack, zack. Schickt den auch bitte an eure Freunde. Wirklich. Schickt den Discord-Server auch noch an eure Freunde. Schickt den einfach an eure Freunde. Reicht der YouTube-Chat nicht? Nein, nein, pass auf, du hast falsch verstanden. Während des Spieltags, während ich live bin, ist natürlich der YouTube-Chat leichter und entspannter. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. Hier ist ganz entspannt. So, hier ist doch top. Es geht darum, nach den Streams, vor den Streams, am Wochentagen, wenn man einfach, guck mal, so wie ich gucke zum Beispiel jeden Tag nach Werder-Nachrichten. Jeden Tag. So, ich könnte auch jeden Tag über Werder schreiben. Mach's ja auch seit 4 Jahren so ziemlich eigentlich, ne? Und ich glaube, gerade für die Leute, die genauso drauf sind wie ich, die auch so Werder-süchtig sind, ist das perfekt. Auch für die Leute, die nicht Werder-süchtig sind, die einfach sagen, ich gucke ab und zu mal rein und bin auf dem neuesten Stand. Die haben jetzt die Möglichkeit, einfach auf den Discord drauf zu gehen, checken ab, ah, okay, das waren die neuesten Videos, das Video interessiert mich. Guck mal, ich zeig's euch mal als Beispiel. Guck mal hier, du gehst zum Beispiel hier bei Renico, ne? Renico gehst du jetzt zum Beispiel auf YouTube-Videos. Dann siehst du jetzt hier zum Beispiel, ah ja, guck mal hier, warte mal, was war da? Wollte mal eine Ablösefrei zu Stuttgart, was war denn da dran, ne? Fragezeichen, Gespräche haben schon stattgefunden, klickst du drauf, kommst du direkt drauf. Oder siehst,
ah, guck mal, wir sind live, dann gehe ich mal hier drauf und komme in den Livestream rein. Oder sagst zum Beispiel, ey, okay, ich will jetzt heute einfach nur diskutieren im Chat. So, dann mache ich das hier. Versteht ihr, was ich meine? So, ist doch super, ne? Kannst du alles machen. Ne? So. Ist doch super. Und an Spieltagen und so weiter sind wir ja sowieso hier. Da sind wir ja eh live. Da ändert sich ja nichts. Ne? Bittenkott, der allererste mit der 10. Ich sag euch ehrlich, Joey, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ich sag euch ehrlich, Livestream, ich sehe gerade, du bist gar kein Mitglied mehr. Livestream, mein Herz ist gebrochen. Livestream war doch immer Mitglied, oder vertue ich mich da? Joey, grüß dich, mein Lieber. Was, ich wollte gerade was sagen. Ah, Bittenkott, genau. Bei Bittenkott, glaube ich, heute ist wirklich, den müssen wir sehen als Kämpfer, als jemand, der viel läuft, der Moral reinbringt. Das wird heute die Rolle von Leo sein. In dieser Kategorie. Das muss heute Leo sein. Offensiv muss Romano Schmid und daher hoffe ich mir auch ein paar Bälle von Alvero. Auch wenn der heute relativ defensiv da steht. Aber offensiv sehe ich einfach nichts von Leo. Ich sehe jetzt schon meine eigene Aussage, wenn später Leo 3 Dinger macht oder so. Dann habe ich aber auch alles gesehen. Kind Luigi, Grüße! Liebe Grüße zurück, Christian, mein Lieber. Auf wen auf der Bank würdet ihr euch am meisten freuen? Sagen wir mal, wir haben jetzt 60. Minute. Es steht 1-1. Wen würdet ihr bringen? Wen würdet ihr bringen? 1-1 oder 1-0 Wolfsburg? Sucht euch aus. Wen würdet ihr bringen? Will man auf die 6 stellen, Alvero ist technisch viel besser, hat auch seine Stärken. Ja, fände ich auch geil, aber ich glaube nicht, dass wir das sehen. Ich würde auch lieber Bittencourt defensiver starten, sag ich ehrlich. Kater, raus von Hansen. Hansen, die machen Hansen. Mhm. Kater. Boah, glaubt ihr, Kater schon 60. Das wäre was, ne? Wäre ich auch sehr gespannt, wie Kater sich machen würde. Also, dass Kater reinkommt, glaube ich auch. 60. glaube ich, macht Werner nicht. Glaube ich. Kann mich auch täuschen. Mein Zauber bei österreichischen Trick heute doppelt. Würde ich auch nehmen. René, moin zusammen, Grüße. Ich sag euch, Malatini, glaube ich, könnte heute kommen, falls Argo nicht mehr kann. Ich glaube, wenn Argo nicht mehr kann, kommt Malatini. Glaube ich. Hansen, Opitz, Kater. Und bei 1 für Wolfsburg, Opitz. Opitz wäre natürlich auch so eine Tempo-Alternative. Ne? Die Frage bei Opitz wäre ja dann auch wieder eher für den Mann. Oder er bringt echt Opitz vorne rein. Das wäre natürlich echt ein Ding. Ne? Ich glaube, Werner ist zu festgefahren beim Positionsspiel. Ja, glaube ich auch. So, als ZDM. Kann ich mir auch gut vorstellen, mein Bester. Kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, hier sehe ich hier gerade nochmal Dinchis Tor. Boah, was ein Tor, ne? Das war gegen Gladbach, guck mal. Mach mal gerade Sky Sport 5 an. Boah, was ein Tor von Dinchi, ey. Ich hab das jetzt erst richtig gesehen, ey. Boah. Crazy, crazy Ding. Mach
Macht Sinn, dass Martin draußen ist dann für Aru dann. Ja, das wäre so ein Gedankenspiel von mir. Weil Weiser ist gesperrt und Aru weiß ich nicht, ob der 90 Minuten durchmacht. Und Malatini kannst du auf jeden Fall auch über rechts außen spielen. Hat er eh so einen Drang, auch nach vorne zu gehen. Und der steckt auch ganz gute Bälle rein, muss man sagen. Moin, Doc, mein Lieber. Na, alles klärchen, mein Bärchen? Bist du auch schon im neuen Discord-Server? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Wie stehen die Likes, Freunde? Wie stehen die Likes? Ich gucke. Ich gucke nach. Boah, Freunde, wir haben die 200 Likes. 100 Likes müssen wir draufpacken. 300 Likes müssen wir knacken. Sonst wird das heute nichts mit den drei Punkten. Es liegt bei euch. Es liegt bei euch, Freunde. Ich will endlich wieder offen geilen Werder-Fußball sehen, dass es Spaß macht. Ich glaube, das wollen wir alle. Ich glaube, das wollen wir alle. Wenn ich mir mal angucke, vor 4 Spieltagen, die Ausgangslage war auch eine Menge drin. Tja. Und jetzt müssen wir, heute ist für mich einer der richtungsweisendsten Spiele. Wenn wir auf die nächsten Spiele gucken, ich weiß nicht, ob ihr die so auf dem Schirm habt. Ich mach mal auf. Warte, pass auf. Ich mach auf. Warte. Wollen wir Spiele? Da haben wir Spiele. So. Wenn wir hier auf unsere nächsten Spiele gucken, nach Wolfsburg. Eieieiei, sag ich euch. Gerhard, mein Lieber, schön, dass du da bist. Da müssen wir uns zeigen. Absolut. Stadiongesang nervt. Können ihn auch gleich wieder anmachen. Dann machen wir gleich bei Spielstart wieder an. Wenn ihr das nicht wollt. Ich sag das vielleicht ganz cool zum Gucken. Ich meine, wo ist Justin? Verletzt. Justin ist verletzt. Hüftprobleme. Guck mal, wenn wir jetzt mal das hier machen. Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Aus den nächsten 4 Spielen. Wie viele Punkte holt Werder? Eure Tipps rein. Aus den nächsten 4 Spielen, wie viele Punkte holt Werder? Michael, mein Lieber, grüß dich. Schön, dass du da bist. Fußballfieber auch am Start. Oh, guck mal, das Wiesel ist jetzt auch am Start. Heute sind hier richtig viele Kanalmitglieder auch am Start. Sehr schön. War nur ein klein bisschen zu laut. Und pass auf, ich mach anders. Ich mach den Stadiongesang jetzt einfach leise im Hintergrund. So, ich hab den jetzt leise im Hintergrund. So dürfte vielleicht entspannter sein, oder? Chat, so vielleicht entspannt. Einfach nur so ein bisschen leise im Hintergrund. 0 Punkte, 0. Maximal 3, 12, 0, 6, 1, 0, 0. Oh, Radreise Unlimited ist auch dabei hier. Salam, Nico. Salam, Radreise, mein Lieber. Hä? Wer den Kerl nicht kennt, unbedingt abchecken. Im Werder-Trikot mit seinem Fahrrad hier macht er gefühlt eine Weltreise oder macht eine Weltreise. Schaut euch das mal an. Ich glaube, morgen kommt sein neues Video. Sonntag, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Arschgeiles Stump hat er da gemacht. Absolut geisteskrank. Mit seinem Werder-Trikot knallt er da durch die Wüste. Müsst ihr euch mal reinziehen. Absolut geiler Typ. Und Werder hält zusammen. Ihr wisst Bescheid. Radreise Unlimited. Unbedingt abchecken. Zu leise, man hört nichts. Ja, es soll ja auch jetzt gerade nur so leise im Hintergrund sein. Nico, kannst du meine Frau grüßen? Ja, kann ich machen. Ganz liebe Grüße an Christine. Ganz liebe Grüße. Christine, heute auf 3 Punkte. Radreise, bester Typ. Salam in den Iran. Jawohl, Benjamin kennt ihn auch. Sehr geil. Ich hätte, dass hier diesen Sturm ohne Jim Hansen gebrochen. Boah, ich bin sehr gespannt. Wie stehen die Likes? Wir gucken nochmal nach. Haben wir die 300 Likes? 230. 70 Likes brauchen wir noch, Freunde. Ganz schnell nachholen hier. 70 Likes nachholen. Oh, da müssen wir rein hier. Ja, morgen Abend neues Video. Ja, siehst du, wusste ich doch. 17 Uhr, ne? Eine Situation ist mit drin, wo das Bremen-Trikot von dem Iran erkannt wurde. Werder weltweit vertreten. Geil, Mann. Sehr, sehr geil, Alter.
Leon, du geile Sau. Leon auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Nach Schland. Alle liken, 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 teilen, teilen, teilen. Genau. Liken, 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 teilen, teilen, teilen. Und ich hoffe, ihr beide seid auch schon im neuen Discord-Server. Für jeden Werder-Fan Pflichtprogramm. Hier. Wir wollen die größte Werder-Community überhaupt haben. Könnte für Radreise Unlimited eigentlich auch ganz gut sein. Weil ihr habt bei dem neuen Discord-Server alle News drinne. Ankündigungen, Instagram, Livestream, hier Videos, die neuesten Videos sind immer dabei, Gerüchteküche, Zugänge, Abgänge habt ihr dabei, Matchday, eure Elf könnt ihr hier reinschicken, einfach bei Matchday auf eure Elf, zack, einfach reinhauen, dann habt ihr aber auch noch Bundesliga mit dabei, falls ihr da irgendwas interessiert, Memes, Chefkoch, Baumann, auch haben wir Start, Diskussionen im Chat, alles mit drinne, alles mit drinne. Also, Discord, absolut Pflichtprogramm für jeden hier. Unser neuer Discord-Server. Die ersten 100 Leute sind schon drinne. Gestern Nacht entstanden, das Ganze. Gestern Nacht erst entstanden. Ist auch crazy, wa? So. Oh, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist an Spieltagen, ne? Aber ich merke echt richtig, ich sag ja, wer heute mit mir diskutiert, ich verstehe, wenn man genervt ist von mir, sag ich mal, weil ich bin einfach, glaube ich, selber auch ein Stück weit unerträglich vor dem Spiel. Ich bin so nervös, so angespannt, also es ist einfach so, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, so, aber es ist einfach so eine innerliche Unruhe. Vielleicht könnt ihr es ein Stück weit verstehen. So eine innerliche Unruhe, weil man nicht weiß, wie das Spiel ausgeht, so, und man will einfach nur, dass es jetzt losgeht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bei mir voll extrem. Also gerade so immer vor dem Spiel ist ganz, ganz crazy. Oh, da ist immer alles bei mir hier gefühlt am Beben, ey. Ich sag's euch wirklich. Kommt schon, auf geht's. Jawohl, 300 Likes, auf geht's. Wer jetzt nicht liked, der ist heute für Wolfsburg. Ich wollte es nicht aussprechen. Ich wollte es nicht aussprechen, aber es muss gesagt werden. Es muss auch mal gesagt werden. Ich habe mir jetzt auf dem Ohr gerade angemacht, dieses Zeit, dass sich was dreht, ne? Ich bin momentan so süchtig nach Fußballliedern. Das ist so geisteskrank, ehrlich. Alonso bleibt in Leverkusen, bester Mann. Ja, es ist auch sehr wichtig für die Bundesliga. Das macht auf jeden Fall nächstes Jahr den Titelkampf auch nochmal ein bisschen spannender. Alonso, dass der bei Leverkusen bleibt, dann kann Leverkusen vielleicht auch so eine gewisse Konstanz mal zeigen, ob sie das auch drauf haben. Mal gucken, was Dortmund im Sommer macht. Es kann für nächste Saison sehr, sehr interessant werden. Für uns alle. Bin ich sehr gespannt. So, Freunde, wir haben gleich Viertel nach. Schreibt jetzt nochmal alle grün-weiße Herzen. Grün-weiße Herzen. Werder-Fahnen rein. Alles nochmal reinklatschen, um hier einmal eine richtige Werder-Welle zu sehen. Und das Weserstadion jetzt rein. Das Weserstadion rein mit den unvergleichbaren Flutlichtern. Alles rein. Alles rein, Freunde. Wer noch kein Kanalmitglied ist, jetzt nachholen und auch die Emojis reinballern. Oder auch verschenken, wenn ihr wollt. Freut sich der Chat auch immer sehr. Hau Link raus. Hab ich doch, oder? Discord-Link ist doch drin, glaube ich. Ich glaube, Discord-Link ist drin. Meine ist drin. Nadine war auch einer der ersten, die im Discord drin waren. Ne, Nadine? Nadine SVW, ne? Hab ich mir gemerkt. Mhm. Gestern Nacht gab es schon die ersten so 20, 30, da war der Server gerade online, also 3 Uhr morgens hatten wir da. Da waren auch schon die ersten mit dabei. Die ersten, die auch lange wach sind vor einem Werder-Spieltag. Ich kann ja auch nie pennen, ne? Das ist ganz schlimm, ey. Oh ja, guck mal, schön sieht das aus. Guck mal. Oh, guck mal. Ja. Guck mal, wie grün-weißes Werder-Meer hier, guck mal. Oh, wunderschön, wunderschön. Ja, das ist geil. 17 Minuten noch bis zum Anstoß. Bei mir ist schon lange nicht mehr, weil ich sehr vieles kritisiere bei Werder. Wenige mit dir auch hier. Bist du nicht mehr angespannt deswegen, oder was? Doch, bei mir ist es immer. Egal, ob es gut oder schlecht, ich bin immer angespannt und immer irgendwie so dieses Feeling vorm Spiel. Am besten jedes Mal, wenn du den Discord Schüler Link posten, denk dran, Leute sind gerne bequem. Ja, immer wieder einen Link reinhauen, stimmt, hast recht.
Müsst ihr immer wieder mal machen. Müsst ihr auch später mal in der Halbzeit und nach dem Spiel auch nochmal machen, ne? Wie viel sind wir denn gerade auf dem Discord? 100 sind wir ja schon voll, ne? Nico, dann bist du wieder in Bremen, möchte dich auf dem Rollo einladen. Das ist sehr großzügig von dir. Werd doch erstmal Kanalmitglied, mein Lieber. Feierabend hier. Ich bin einer der nächsten Heimspiele bin ich da. Ich kann dir nicht sagen genau welches, weiß ich noch nicht. Aber einer der nächsten Heimspiele bin ich da. Nico, ich habe den Discord-Server geboostet. Was heißt geboostet? Ich bin bei Discord. Ich bin... Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass gestern mein Kollege Tilo hier das so viel da noch gemacht hat. Was heißt das? Ist das gut? Geboostet? Boah, da sind echt viele jetzt reingekommen beim Discord-Server, sehe ich hier gerade. Ja, ich glaube, so Richtung 120 Leute oder sowas geht schon drüber. So in die Richtung. Nico, ich bin immer nach dem Spiel entweder Rest des Wochenendes nicht zu gebrauchen oder richtig gute Laune. Ja, ist bei mir auch safe so. Wenn wir verlieren, das war damals war es noch schlimmer. Ich muss sagen, jetzt, guck mal, ich habe auch einen Sohn, so wisst ihr, was ich meine? Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes jetzt, sage ich mal, ne? Ja, aber damals war ich noch schlimmer. Ich war auch, muss man auch sagen, auch die ersten Jahre, von wo ich Papa geworden bin, war das auch so, dass ich da immer noch, ich sag mal, nach einem Werder-Spiel sehr schlecht gelaunt war. Über die letzten Jahre habe ich dann schon auch so für mich selber, ja, wie soll ich sagen, das gemerkt oder einfach so für mich selber auch festgestellt, guck mal, deine Liebsten können ja nichts dafür, ne? Und dann versuche ich schon immer, es gelingt mir jetzt auch nicht immer, weil natürlich ist es schon so, dass Werder ist mein Leben auch, ne? Aber ich versuche dann zumindest, wenn wir jetzt zum Beispiel verlieren, dass ich einigermaßen trotzdem Sachen machen kann mit meinem Sohn und mit meiner Frau so, ne? Versteht ihr, was ich meine? So, dass man trotzdem auch mal ein Eis essen geht oder so, ne? Versteht ihr? Nico, wann bist du mal wieder in Portugal? Ich lade dich auf Pica-Pau ein. Leon, schick mir Flugtickets. Ich komme nächste Woche, kein Problem. Okay, sagen wir nach der Saison. Für eine Woche. Aber Flugtickets und Unterkunft auf deinen Nacken, ich bin da. Ich stehe da wieder eins, sag ich dir. Stehe ich wie eine Eins da. Nein, hier sind wir alle geboren. Tino, das Problem ist, ich habe links aus, damit keine Quatschlings hier reinkommen, weißt du? Frusteis, sozusagen. So, Freunde. Wer macht denn jetzt die 300 Likes voll? Wo sind wir denn? 280, ja, komm, Freunde. 280 Likes, komm. 20 Likes nochmal rein in die Bude. 300 Likes für 3 Punkte, kommt rein da jetzt. Kommt rein jetzt. Nächste Woche, aktuelles scheiß Wetter. Okay, dann, wenn gutes Wetter ist. Hauptsache, du lädst mich ein, kein Problem. Dann bin ich schon da. Da stehe ich auf eine Matte. Leon, machen wir Stream am Strand in Portugal. Kein Problem, kein Problem. Immer die Fachwörter. Grüße aus dem Stadion. Madu, Grüße zurück. Also die 300 Likes müssen jetzt voll. Da fehlen nicht mehr viele. Und wer... Ja, guck mal. Es fehlen noch 14 Kanalmitglieder. Dann haben wir 30 Kanalmitglieder. Das ist der Coup heute. 300 Likes, 30 Kanalmitglieder. 3 Punkte. Das ist es. Wer macht mit? 300 Likes voll? 30 Kanalmitglieder voll, 3 Punkte für Werder. Das ist unsere Formel, Leute, Freunde. Wer jetzt noch nicht supportet hat, rein da. Rein da, Kanalmitglied, auch mal reinknallen. 14 Leute, rein und dann tak, 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 tak. Werder-Fan werde ich immer bleiben, 1999, und vieles mich nicht verstanden. Ja, ich momentan auch nicht, mein Lieber. Ich momentan auch nicht. Like ist da. Jawohl, Matthias, sehr stark. Wir werden deutscher Meister sein. Simon, jawohl. Wie geht's dir, Nico? Alles gut bei dir? Vorm Spiel, alles super. Alles super. Vollgas nach vorne. Servus an alle. Servus, Jochen. Jochen. 600 Likes für 6 Punkte. Fabs, richtig und wichtig. Aber vor dem Anschluss brauchen wir immer 300 Likes. Das ist ganz wichtig. Wo vier Tiere musizieren und Rad, das nächste Woche fließt, wo Werder Tore schießt. Jawohl! Ein Norweger dachte mal, unser Logo sei Wolfsburg. Ja, ich weiß, ich kenne auch so einen Clip.
Ah. Okay. Von mir aus kann jetzt Anschluss sein. Jochen schreibt rein, herzlichen Glückwunsch zu 25.000. Danke dir, Jochen. Like aus der Schweiz. Danke dir, mein Lieber. David, willkommen bei Rienico Dritte Liga. Guck mal, David. Sehr, sehr stark. Das heißt, David macht die Kanalmitgliedschaft 17 voll. Jetzt fehlen nur noch 13. 13 Mitglieder fehlen noch und 3 Likes. Oh, 13 Mitglieder und 3 Likes. Da haben wir die 300 Likes und die 30 Kanalmitgliedschaften. Das ist unser Ziel, Leute. Hola und liebe Grüße an alle, wie immer aus Brasilien, von Thomas. Thomas, Grüße! Ich sehe da hinten schon die Einlaufkinder, Freunde. Wir müssen jetzt mal kurz schon mal einstellen. Ich merke, der Papa wird nervös. Der Papa wird dolle nervös. So, ich mach das dahin. Nee, hallo. Hallo, 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 hallo. So, da brauche ich das Wolfsburg-Spiel. Ja. Okay, ich muss kurz einstellen. Ich bin gleich da. Geh mal bitte auf den Server und geh auf Bots. Da siehst du alle Fotos. Ja, mach ich nach dem Stream, mein Lieber. Gerade ist ein Stück schwierig, aber mache ich nach dem Stream. Am besten nochmal erinnern später. Der Papa ist immer ein bisschen vergesslich, versteht ihr? Jürgensen, ich bedanke mich sofort. Ich muss hier gerade nur einmal kurz das hier einstellen. Ich habe hier gerade ein, zwei technische Probleme, aber es wird schon, Freunde. Es wird schon. Jürgensen, 2 Schweizer Franken. Wenn wir bis Anpfiff 400 Likes schaffen, dann 5 Abos. Oh, Freunde, Challenge. Wenn wir bis Anpfiff 400 Likes schaffen, dann gibt es nochmal 5 verschenkte Subs. Das ist eure Chance, nochmal Kanalmitglied zu werden. Da, clever gelöst, ihr Jürgensen hier. Das Wiesel verschenkt auch nochmal eine Kanalmitgliedschaft. Knutscher, danke dir, mein Lieber. Ich danke dir, mein Lieber. So. Jetzt kann ich hier... Aha. Das wird, Freunde. Okay, so nicht. Aber so, ne? Ja. So. 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 Ah, okay, jetzt habe ich's. So, okay. Ja, passt. Passt, Chat? Passt, oder? Guck mal, der Papa ist warm. Ihr merkt, hier, guck mal, richtig rote Wänkchen. Guck mal, boah. Rote Wänkchen hat der Papa. Ich kann auch ein bisschen hier einmal die Jacke ausziehen, gerade kurz. Bitcoin im Leben nicht. So. Oh. Okay, der Papa ist bereit. Jetzt kann's losgehen hier. Heute 3 Punkte einfahren für Werder. Kommt, Jungs. So. Oh, ich bin so nervös, ne? Was ist denn los gerade, ey? Ich bin so nervös, Freunde. Wie stehen die Likes? Wir haben es nicht mehr geguckt. Nein, haben wir 300 Likes geknackt? 300 Likes haben wir geknackt. 325. Auf dem Weg zu den 400 Likes. Komm, Freunde. Und 18 neue Mitgliedschaften haben wir drin. 12 noch zu den 30 neuen Mitgliedschaften. Das kriegen wir doch hin, Freunde. Alle nochmal Werder fahren rein jetzt hier. Werder fahren nochmal rein, grün-weiße Herzen rein. Heute auf 3 Punkte. Heute auf 3 Punkte. Mit unserem SVW, komm. Ich muss ja hier. Oh, ist das kalt. Oh, das kühlt aber richtig.
Alter Schwede. Boah, guck mal jetzt, wie rot meine Wangen jetzt sind. Boah, Junge, war das kalt. Ach, mein, ich habe heute Spätschicht. Scheiße, Ronny. Ronny, trotzdem viel Spaß auf der Schicht. Wenn man so sagen kann. Viel Spaß ist natürlich immer so eine Sache, ne? Aber du weißt doch, wie ich es meine, Ronny. Du meinst doch. Nochmal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Ne, aktuell mag ich die Tabelle wieder nicht. Eventuell nach dem Sieg. Dann vielleicht. Lecker Sprite. Sprite. Ja, grün-weiß Herzen kommen da rein. Schön, schön sieht das aus. Boah, ich bin so nervös, ey. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Heute bitte alle zusammen den Werder-Sieg holen. Und alle zusammen die 400 Likes vollmachen, Freunde. Dann schenkt der Jürgens nochmal 5 Kneipenschaften hier rein in den Chat. Wo haben wir denn gerade? 335. Ich bin so nervös, ey. Nico, was, wenn wir verlieren? Dann ist die Kacke am Dampfen. Weil dann, jetzt schwörst du euch, wie auf Werbung derzeit bei YouTube kommt. Ey, ich hab alles so an wie immer. Ich hab alles so an wie immer. Ich hab nichts umgestellt. Ich zeig euch das ja auch immer. Ich zeig euch das ja auch immer. Ich hab das auf ausgeglichen, so wie immer alles. Skelly Alvero vor Anfang an, da hab ich so Bock drauf, ne? Seine 2,2 Meter, der Junge. Boah, was eine Maschine. Wenn Joel uns heute zum Sieg ballert, 50 Mitgliedschaften. Hermann Hermansen, dein Wort in Gottes Ohr. Was trinkst du denn Werder Bremen Getränk? Sprite Zero. Zero wegen Kalorien. Da kommen sie raus, die Jungs. Ja! Zeigt euch, Jungs! Schön sieht das aus. Guck mal. Hat die da gerade ein LGBTQ-Stirnband gehabt? Oder habe ich mich gerade verguckt? Doch, ja. Boah, guck mal da, die Werder fahren. Schön! Schwingt die Fahnen! Wir im Chat schwenken mit. Kommt, Jungs. Hier. Ich schwenk die Jacke und ihr Dings. Ja! Komm, Freunde. Werder fahren rein da. Alle jetzt nochmal Daumen nach oben da lassen. Däumchen nach oben da lassen. Abo da lassen. Mitglied werden. Like reinknallen. Alles voll machen hier. Heute auch auf dem Weg zu 25.100 Abonnenten. So, jetzt sind wir bereit. So, der Coach ist da, Freunde! Attacke! Wenn der Ball rollt, zeigt die Zahl der Likes. Wenn der Ball rollt, okay, wie viele Likes haben wir? 342, das hört nichts. 342, schaffen wir die 400 Likes, Freunde, noch? Dann knallt der Jürgensen 5 Kneipenschaften raus. Ah. Marco, Friede und Arnold. Was hat er gemacht? Wir bleiben stehen, ne? Das heißt Anstoß Wolfsburg, ne? Oh, ne. Hä? Doch. Ich glaube, Wolfsburg stößt an. Ja. Friede will erste Halbzeit direkt auf die Kurve spielen. Erste Halbzeit direkt auf die Ostkurve, okay. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, Freunde. Bin ich mal gespannt jetzt. Ralf Hasenhüttl. Sein Debüt machen wir heute kaputt.
Alvero, ne? Alvero macht heute das Spiel seines Lebens. So, jetzt brauchen wir nur noch eine gute Lautstärke für die Hintergrunddings. Könnt ihr mir mal jetzt reinschreiben, ob so der Stadion-Sound zu laut ist oder ob so geht? So perfekt? Tick lauter, tick leiser. Was sagt ihr? Haben wir die 400 Likes geschafft, Jürgensen? Ne, 360. 360 Likes. Freunde, nochmal 40 Likes schnell voll machen jetzt hier. Dann haben wir die 400. Dann gibt es nochmal 5 Kleinigkeiten von Jürgensen. Ah ne, wir werden anstoßen. Hä? Okay. Wir werden anstoßen. Marvin Duck steht da vorne. So, los geht die Reise. So ist gut, so ist perfekt. Okay, ich packe jetzt nichts mehr an. So geht jetzt, so bleibt jetzt der Hintergrund. So bleibt jetzt der Hintergrund. So, so bleibt es jetzt. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir das Ganze mal an. Also, lasst uns erstmal sortieren. Friedel bleibt auf jeden Fall in der Mitte. Jung links, Velkovic rechts, so wie vermutet, den Mann auf der linken Seite. Aber wir spielen im Dreiersturm. Ja, Alvero und Leo auf der 6. Und jetzt Romano spielt, guter Ball auf Felix Agu. Felix Agu bringt den Ball rein in den 16er. Kann erstmal rausgeklärt werden. Jetzt aber Alvero. Guter Ball auf Duxch. Oh, Duxch, den Ball nochmal raus. Jetzt die Flanke rein. Oh, jetzt vielleicht. Das ist jetzt, sieht gut aus hier. Felix Agu. Agu, Romano und Ecke. Er schießt nicht da. Ecke. Herr Schiri? Ne, Abschluss, schade. Sah nicht schlecht aus. Wir spielen also wirklich mit dem 3-4-3. Wir spielen im 3-4-3. Woltemade in der Mitte. Duxch links und Romano rechts, offensiv. Defensiv rückt Romano ein nach hinten. So, jetzt guck. Guck, jetzt im eigenen Ballbesitz spielen wir mit Dreiersturm. Alvero und Bittencourt nebeneinander. Auf der Doppelsechs. Alvero gut gelöst dagegen drei Mann. Friedel. Anthony Jung. Jung auf den Mann. Der Mann, guter Ball Richtung Duxch. Der lässt durch. Woltemade. Romano, Duxch. Quatschball von Duxch direkt zum Gegner. Ball zurück jetzt, die Wolfsburger am Ballbesitz. Stimmt deine Zeit? Ich guck mal. Ja, stimmt. 1-2 Sekunden Unterschied, aber passt. Das ist akzeptabel, sag ich mal. Was tippst du eigentlich? 3-2 Werder. Hoffnungstipp. Bauchgefühl sagt 2-2. Ich nehme aber lieber meinen Wunschtipp mit heute. Ich sag's euch, Alvero trifft heute doppelt. Nehme ich auch. Würde ich auch nehmen. Du musst aufpassen, wenn du die Tür auf und zu machst, weil das Internetkabel ist ja nur so leicht drin. Okay. Der Alvero verteilt einfach nur top, ja. Jetzt wieder Alvero. Alvero gegen 4, bringt den Ball rüber auf Woltemade, der verliert den Ball, war aber auch schwierig. Gutes Pressing von Jung, schön gepresst, Woltemade, Romano, Felix Agu, Romano Schmid. Waren direkt drei Mann um ihn rum, kann er nichts machen. Dein Kommentar passt nicht zu den Zeiten. Doch, das passt schon gut. Warte, ich kann das nochmal ganz kurz leicht anpassen. So, jetzt bin ich genau drauf bei mir. Genau auf die Sekunde bin ich drauf, hier. Das ist jetzt genau meine Sekunde. Ich war gerade eben 2 Sekunden zurück. Ah, komm, hol ihn dir. Ah.
Friedl ist da, schön. Boah, der Mann. Der Mann, guter Ball auf Dux. Dux schickt da Romano Schmid. Der Ball kommt leider nicht an, schade. Pervan fängt ihn. Ich weiß gar nicht, ob er ihn so heißt. Pervan. Ihr wisst, wen ich meine. Der. Pervan im Tor, spielt den Ball kurz. Alvero läuft mit an vorne, guck mal. Morgen kommt der Opa. So. Ball rüber. Guck mal, das ist echt gefährlich. Dieses Internetkabel, da liegt immer wieder die Decke drauf, ne? Ich gleich mal gucken. Einwurf, Wolfsburg. Ball rüber. Alvero, super, kannst du super aus Pressing-Situationen lösen. Ja, der ist so Pressing-resistent. Also der bleibt da einfach ruhig. Das ist auch super wichtig auf seiner Position. Und hat halt auch echt ein gutes Auge. Jetzt siehst du halt wirklich, wie wir defensiv stehen. Ja, defensiv ist wirklich 5 Mann in einer Reihe. Das sieht natürlich jetzt, sage ich mal, für einen Fußballromantiker nicht so schön aus. So dieses, was dann man gerne auch so als bisschen Bunkern bezeichnet. Jetzt die Wolfsburger im 16er. Behrens macht da den Ball gut fest. Ball kommt rein, Kopfball, Zetteratin. Gut. Ich glaube, Gerhard war das da mit dem Kopfball oder war es da? Zetterer macht den gut. Oh, wollte mal. Alvero. Oh, Alvero, der war ein bisschen zu. Mit zu viel Drift gespielt. Jung. Leo. Velkovic. Agu, Velkovic. Ist auch eine interessante Formation, finde ich, von Wolfsburg. Mag ich ja auch nicht so gerne. Aber sind da eben auch erstmal mehr oder weniger drauf bedacht, uns zu spiegeln, ne? Also beide spielen 3-4-3. Gut deutsch gespiegelte Aufstellung. Freiburg führt 1-0 gegen Gladbach. Woltemann haben wir hier gerade auch nochmal gesehen. Über den gab es ja unter der Woche einige Gerüchte. Soll wohl zu Stuttgart wechseln. Gespräche sind schon am Laufen. Müssen wir mal schauen, ne? Jetzt Bornau. Neuer Aufbau von den Wölfen über die Sechser. Woltemade läuft an. Bornau. Schön da. Woltemade. Oh, Woltemade, Bruder. Den musst du besser spielen. Den muss er viel besser spielen. Friedel, hoher Ball. Da, so, bei sowas muss Woltemade unbedingt lernen, hochzuspringen. Der hat da so einen Größenvorteil. Du musst ja nicht wirklich, sag ich mal, ein Ramborg-Kopfballspieler werden, aber zumindest so einen hohen Ball dann auch mal runterholen. Sollte machbar sein, sag ich mal. Marco Friedl. Gespielt. Dux, faul. Jo. Freistoß Werder. Nee, Mittellinie. Da schauen wir mal, ne? Alvero. Dabei, Velkovic. Freunde, wer noch keinen Daumen nach oben da gelassen hat, gerne mal nachholen. Gerne auch ein Abo da lassen. Knutscher geht raus. Für euch 2 Klicks, für mich riesen Support. Würde mich sehr drüber freuen. Erstmal direkt das Wunder, genau. Erstmal ein Däumchen da lassen. Mädel.
Da holen wir uns den Ball. Schön, Romano. Ah, Romano schießt da direkt, wollte was anderes, war kein guter Ball. Mann, da unnötige, einfache Fehler. Und jetzt der Konter über Saar. Immer noch Saar, spielt den Ball rein. Jetzt die Flanke rein auf den zweiten Pfosten und Ecke. Eieiei. Paredes war da ein bisschen frei. Paredes wollte da, glaube ich, Richtung Baku. Ich glaube, läuft bei Baku nicht sogar der Vertrag aus? Arnold jetzt bei der Ecke. Okay, doppelt oder nichts. 500 Likes bis zur Halbzeit. Okay, doppelt oder nichts, Freunde. Habt ihr gehört? Das heißt, 10 Kanalmitgliedschaften von Jürgensen, wenn wir bis zur Halbzeit 500 Likes schaffen. Ecke kommt rein. Kopfball, Latte. Oh Gott. Hau ihn weg. Abschuss. Alter, kurzer Schreckmoment. Kurzer Schreckmoment. Da kommt die Ecke, wird lang und länger. Und dann steht er da völlig frei mit der Nummer 5, Zesinger, mit dem Kopf auf Latte. Alter Schwede, Junge. Freunde. Erste Riesenchance für die Wölfe. Habt ihr gehört, Freunde? Das heißt, wenn wir bis zur Halbzeit die 500 Likes knacken, gibt es nochmal 10 Kanalmitgliedschaften vom Jürgensen. Knutscher geht raus, überhaupt für das Angebot und für die 2 Euro. Danke dir. Danke dir, mein Freund. Spielt Hansen? Nein. Ist aber auf der Bank. Einwurf für Wolfsburg. Jetzt lassen wir uns gerade unnötig unter Druck setzen. Abstoß. Eieiei. Etc. Ball wird lang und länger, der ist weg. Komm, spiel ihn rüber da. Ball weg. Einwurf Werder. Kommt schon, Junge. Romano Schmid. Agu. Ich krieg schon wieder langsam Puls. Ich glaube, wir alle gerade. Agu, komm. Langer Einwurf jetzt. Der macht jetzt einen richtig langen. Pass auf. Langer Einwurf kommt Richtung Alvero. Der kommt nicht ganz dran, aber jetzt vielleicht. Oh, schade. Ich habe ihn schon rüberflicken sehen, ey. Dux mit dem Kopfball zurück. Oh, der Mann ist da. Schicki lässt viel laufen. Finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Könnte später wichtig werden für uns. Reicht das jetzt für uns? Nähe Mittellinie. Das könnte aber später wirklich wichtig werden für uns, sage ich ehrlich. Ball jetzt erstmal zurück. Zetterer spielt den kurz auf Jung. Jung auf Leo. Leo auf Friedel. Friedel Jung. Leo. Etc. Scharfer Ball auf Agu. Der hat Probleme bei der Ballannahme. Und dann kommt Agu zu spät. Und es gibt Freistoß für Wolfsburg. Agu trifft da Paredes am Knöchel. Gelbe Karte direkt. Eieiei. Gelbe Karte Felix Agu. Ja, kommt da zu spät. Tritt auf den Fuß. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Okay, gelbe Karte Felix Agu.
Baku beim Freistoß und Arnold. Mal gucken. Ich denke mal, dass Arnold den bringen wird. Nee. Baku. Baku mit dem Freistoß rein. Der ist nicht schlecht. Cetera fängt ihn. Wird da immer weiter geschoben. Ich wollte gerade sagen, Alter. Friedel wurde da getroffen. Moin aus Hessen, moin nach Hessen, Grüße zurück. 420 Likes, Freunde, komm, machen wir die 500 Likes voll, dann gibt's gleich nochmal 10 Kanalmitschaften von unserem Jürgensen. Zetti, komm, mach den Ball lang und länger. Ball kommt. Boah, der ist gut. Ja, wollte mal, bitte einmal, geh einmal mit dem Kopf richtig hin. Schön, Romano, gut gepresst da. Ja. Paredes muss den Ball weghauen. Der landet aber umwegen wieder bei uns. Veljkovic. Leo. Veljkovic. Spieler zurück. Etc. Jung. 16. Spielminute. Immer noch 0-0. Ist natürlich genau das, was, sag ich mal, wir eigentlich hätten oder vermeiden müssen. Umso länger es 0-0 steht, umso besser wird es für Wolfsburg. Umso sicherer können die auch werden. Noch schlimmer, wenn die ein Tor machen würden. Dann wäre ganz, ganz crazy. Müssen versuchen, mutig offensiv in der ersten Halbzeit zu agieren, um im Idealfall ein Ding zu machen, um Wolfsburg aus dem Konzept zu bringen. Umso länger es 0-0 steht, umso mehr spielt das denen in die Karten. Versteht ihr, was ich meine? Der nächste Angriff. Baku. Oh Gott, der steht da völlig frei. Der steht da völlig frei. Zetterer hält. Eieiei. Arnold unter. Keiner geht hin, ne? Keiner geht hin. Guckt euch das mal an. Der hat 2 Meter mal 2 Meter Platz. Guckt dir das an, Alter. Guckt dir das an. Der kann sich frei aussuchen. Ah, ja, ja, ja. Friedel. Leo. Friedel. Etc. Zetti. Ball rüber. Den Mann macht er gut. Ja, ist mal schön rausgespielt jetzt. Woltemade extrem gut gemacht. Leo Bittencourt mit Platz. Leo Bittencourt versucht den Ball rüberzubringen auf Agu, kommt nicht durch. Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Komm, Freunde. Jetzt eine gute Ecke und dann machen wir das Ding. Alvero Kopfballtor, so ein Ding. 440 Likes gleich, Freunde. Ihr wisst, 500 Likes bis zur Halbzeit, dann gibt es 10 Kleinschaft vom Jürgensen. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Alvero, Kopfballtor, bitte. Bitte. Darf Romano schießen vielleicht? Nee, Duxch. Warum darf Romano eigentlich nicht schießen? Der hat, glaube ich, 2 Vorlagen bei der Nationalmannschaft per Ecke gegeben, ne? Bei uns? Nö. Dann halt Duxch, komm. Komm, eine gute Ecke jetzt. Kurz gespielt. Klar, spiel die kurz. Was? Hä? Jung, Abschluss, nimmst Tor. Ich sag mal so, Eckball-Variante, ja. Aber warum jetzt, wo wir einen Alvero haben, spielen wir die Ecke kurz? Das macht auch nur Werner, ne? Das ist auch crazy, wa? Das ist auch echt crazy, sage ich euch. Kann's keinem erzählen, ey. Wahnsinn. Freunde, übrigens, wer es vielleicht schon gesehen hat, im Chat ist ein angepinnter Link. Das ist der neue Discord-Link. Der ist auch unten verlinkt in der Beschreibung. Das ist der neue Discord-Server. Soll der größte Werder-Discord-Server der Welt werden.
Da könnt ihr euch austauschen. Ich sehe schon, da sind fleißige Diskussionen auch schon. Könnt ihr gerne reinkommen. Die ersten 130 Leute sind schon drin, die ersten Diskussionen sind schon drin. Automatische Werder-News werden reingepostet, automatisch, wenn ein neues Video von mir da ist, News, Updates, alles Mögliche. Und wenn ihr Kanalmitglied seid und euch verknüpft mit YouTube und Discord, dann seid ihr auch automatisch Mitglied bei Discord. Müsst nicht nochmal extra irgendwas machen oder so, sondern wenn ihr hier Kanalmitglied seid, seid ihr automatisch auch bei Discord Mitglied, was sehr, sehr geil ist. Da wird es dann auch bald einen separaten Chat nur für Kanalmitglieder geben. Ist gut, Chat? Gut, ne? An der Stelle sage ich auch gerne nochmal, hier alle einen Daumen nach oben da lassen, auf dem Weg zu den 500 Likes und auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, zu den 25.100 Abonnenten. Argus Flanke war auf jeden Fall wieder so geisteskrank schlecht, dass ich sie nicht mal erwähnt habe. Eieieiei, Alter. Michaela, hallo, grüß dich. Das ist echt crazy, ne? Zolles war richtig stark. Ich hab's gerade eben auch. Ich hab Düsseldorf mir auch eigentlich nur wegen Zolles im Hintergrund angeguckt. Der Mann. Jung. 21 Spielminute. Marco Friede. Spielt Velkovic da schwierig an, der verstolpert den Ball. Ist natürlich schwach. Ja, schüttelt er selber den Kopf. Einwurf Wolfsburg, die spielen das Ganze jetzt rüber. Saar immer noch. Arnold. Baku. Bonau. Kann nicht das gegensetzen, muss man erkennen. Ball wieder zurück. Boah, spielt ihn wieder kurz. Arnold, Paredes. Boah, gut, dass er die Lücke nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber Baku ist so durchgestartet. Wenn er den im Schnittstellenpass spielt, ach du Scheiße. Jetzt Freistoß Wolfsburg. Das Problem ist, die spielen auch immer wieder über die linke Seite. Und Aru hat schon gelb. Plus nach vorne geht auch nicht wirklich viel von Aru. Wenn der das bis zur Halbzeit weiter so macht, musst du vielleicht drüber nachdenken, Aru rauszutun und Malatini reinzutun. Malatini bringt auf jeden Fall gute Flanken. Das haben wir auch schon gesehen und hat auch ordentlich Tempo. Ist vielleicht sogar defensiv nochmal ein bisschen sicherer. Dann kann vielleicht Romano nochmal mehr auf außen abkippen in der Offensivbewegung. Freistoß kommt rein, der ist gut, Zetterer fängt ihn. Boah, ich dachte erst, wenn der fällt, ne? Also wenn da jemand reinkommt, Junge. Zetterer mit einem langen Abschlag, der ist gut. Richtung Romano Schmid. Romano Schmid jetzt gegen Paredes. Spielt eins zurück, Felix Aru Spiel. Leo, Nick Woltemade. Was, er pfeift Offensiv-Foul, oh mein Gott. Oh mein Gott, aber ganz ehrlich, das ist ganz großer Quatsch. Da musst du die Aktion wenigstens laufen lassen. Da kann der VAR immer noch eingreifen. Das ist totaler Quatsch, finde ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Beim besten Willen, für mich ist das kein Foul. Für mich ist das kein Foul. Ja, er trifft ihn, aber für mich ist das trotzdem kein Foul. Guck mal, das ist seine ganz normale Laufbewegung und er hält ihn ja noch fest. Also, ich hätte die Situation laufen lassen und wenn das dann ein Tor gibt, kannst du immer noch überprüfen. Aber so ist Quatsch. Meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne auch anders sehen. Mann, Einwurf. Niemals faul. Sehe ich auch so. Dann lass doch laufen. Ja, sehe ich genauso.
Das abzupfeifen ist quatschig. Vor allem kannst du es ja im Nachgang immer noch überprüfen. Alvero, das macht er stark. Das hat er sehr stark gemacht gegen 4, ne? Sag ich ehrlich. Florian, das ist so eine Quatschnachricht. Mal wieder der Schiri. Nico mag kein Schiri. So ein Quatsch. Ich habe doch gerade eben sogar gesagt, ich finde es gut, dass er eine lange Leine hat. Aber das war trotzdem quatschig. Micha, du geile Sau. Willkommen bei Rinico 2. Liga. Hey, ich danke dir. Sehr großzügig von dir. Guck mal hier, für dich. Guck mal hier. Micha, ich danke dir. Willkommen bei den Kanalmitgliedern. Alter, Wolfsburg spielt das da im 16er kurz. Alvero läuft auch jetzt mit an. Oh, wenn wir den Ball dann kriegen, ne? Jetzt die Wolfsburger in der Vorwärtsbewegung. Oh, da geht der Ball rüber. Baku macht das gut. Eieiei. Agu wichtig. Romano zu kurz. Alvero, Demann, gut. Ja, gute Bewegung von Leo. Leo in den Lauf von Duchs, der kommt nicht dran, der ist zu langsam, scheiße. Bonau knallte weg. In so einem Moment wünsche ich mir, stellt euch mal da jetzt vor, hast du dann einen Jimmer. Oder allgemein einfach einen Tempospieler. Hanna hat ein Upgrade auf Rinico 2. Liga durchgeführt. Mua. Vielen lieben Dank, Hanna. Sehr, sehr geil. Und guck mal, mein Mod, Nico. Mua. Danke dir. Nico ist auch wieder am Start. Knallt hier den Discord-Server-Link raus. Das ist unser neuer Discord. Auf dem Weg zu dem größten Werder-Discord-Server, den es jemals gab. Alle rein da. Alle rein in den neuen Discord. Tauscht euch aus. Unter Kategorie Diskussion könnt ihr alles abchecken. Werder-News sind da. Werder-Videos sind da. Alles ist da drauf. Alles auf dem Discord-Server. Und verknüpft euren YouTube-Kanal mit Discord, wenn ihr hier Kanalmitglied seid, dann seid ihr automatisch bei Discord auch Kanalmitglied. Pavlenka. Langer Ball kommt. Geh hoch da. Schön, Agu. Komm. Ich hab mega ein Delay bei Sky. Echt? Oh, den Mann macht er gut. Ball rüber, Veljkovic. Komm mal rechts, alles frei. Veljkovic, langer Ball auf dem zweiten Pfosten. Den Mann, das war vielleicht auch kein so kluges Kopfballduell. Lacroix haut den Ball weg. Baku. Unser Ball. Na, der bleibt immer noch liegen, das heißt Spiel unterbrochen. Spiel unterbrochen, Freunde. Gebt mir die Möglichkeit, einmal nochmal zu sagen, meine Freunde, 460 Likes haben wir. Wenn wir noch 40 Likes vollkriegen, knallt Jürgensen nochmal 10 Kanalmitgliedschaften raus für euch an den Chat. Das heißt, 10 weitere Jungs hier drinne oder auch Mädels haben die Möglichkeit, zack, reinzukommen in die Kanalmitgliedschaften und dann Werder-Fahren reinzuknallen. Alle aktiven Kanalmitglieder knallen jetzt schon mal die Werder-Fahren rein, um ein bisschen Werder-Welle zu machen hier. Eine kleine Werder-Welle zu machen. Alle anderen, wie gesagt, Daumen nach oben mal kurz reindrücken. Abo dalassen, wenn ihr wollt. Werdet gerne Kanalmitgliedschaft. Werdet gerne Kanalmitglied und unterstützt diesen Kanal hier. Boah, jetzt... Ja, das, da haben die Wolfsburg aber sehr leicht den Ball bisher gegeben. Friede. Aber es ist halt irgendwie so das, was man auch in den letzten Wochen, wirklich Wochen, gewohnt ist. Liegt auch nicht, finde ich, an den Neuen, überhaupt nicht. Es ist einfach immer wieder das Gleiche. Wir haben keine Idee mit eigenem Ballbesitz. Wenn das gut aussieht, dann nach schneller Balleroberung, weil dann halt ja, das Ganze unsortiert ist und du nicht Zwangsläufe, irgendwelche Abläufe hast, sondern einfach aus dem Effekt heraus was spielst. So wie jetzt. Wollte mal auf Romano, den muss er mit Tempo mitnehmen. Den hätte er mit Tempo mitnehmen müssen. Romano, Ball raus auf Agu. Agu auf Alvero. Skelly, Alvero! Oh. Kann abgefälscht werden, der Ball. Und jetzt Ecke. Das wäre es gewesen. Stellt euch mal vor, Skelly, Alvero hätte den da reingeschlänzt. Boah, der wäre gut gekommen, ne? Der wäre richtig gut gekommen, Mann. Oh, schade, Skelly, Junge.
Das ist deine Position, ich schwör's euch. Ja, jetzt kommt die Ecke. Schön sieht das aus mit dem Werder-Fan im Chat. Sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Wieder kurz. Wieder auf Jung. Jung. Flanke abgeblockt. Squatsch-Variante. Squatsch-Variante. Etc. Wir verschenken halt auch irgendwie unsere Standards, ne? Ja, der ist gut. Der rutscht durch. Und jetzt den Mann. Oh! Er kriegt ihn nicht geschossen jetzt, aber vielleicht durch Woltemade. Oh, der Keeper hält. Ei, ei, ei. Hundertprozentige, unsere erste hundertprozentige. Der lange Ball von Zetterer rutscht durch. Der Mann kommt nicht zum Abschluss, dann auf Umwegen, holt den Mann den zurück, durchspielt rüber auf Woltemade. Der schießt den viel zu lässig. Viel zu lässig, guck mal. Viel zu lässig versucht er ihn reinzuschieben. Den musst du so draufknallen, Alter. Guckt euch das an. Der ist zu lässig gespielt. Der ist einfach viel zu lässig gespielt, Bruder. Ah. Ich sag ja, wenn wir gefährliche Aktionen haben, dann immer diese Situation, wo es dann mehr Richtung Hektik, unsortiert, sowas. Aus dem Effekt heraus. Bei eigenem Ballbesitz. Was selber kreieren ist schwer. Den Mann. Jetzt den Mann mit dem langen Ball. Der geht zu Romano Schmid. Jetzt vielleicht Leo Bittencourt. Ah, wollte mal selber fälschen ab. Oh Gott. Den Mann. Ball wieder raus. Immer noch wie im Ballbesitz. Wolfsburg jetzt wirklich unsortiert gerade. Ball ein weiter. Boah, Freunde, noch 20 Likes, dann kriegen wir gleich 10 neue Kanalmitgliedschaften von Jürgensen reingeschickt. 20 Likes noch, Freunde, komm, dann haben wir die 500 Likes geknackt. Sagt hier jemand Diego? Habe ich da Diego gehört? Foul, Schiri, Freistoß, Nähe, Mittellinie. 20 Likes noch, dann haben wir 10 neue Kanalmitgliedschaften, Freunde. Würde ich mich sehr drüber freuen. Oh, kommt schon. Wolfsburg ist schwach, Alter. Wolfsburg ist schwach, da kommt doch nicht viel. Ja, von uns jetzt auch nicht, aber ist egal. Das muss für uns eine Chance genug sein. Ich sag euch, machen wir ein Ding gegen Wolfsburg. Ne, die werden so wackeln. Die werden so wackeln dann. Mach ein Ding gegen Wolfsburg, dann wackeln die richtig, sag ich. Skelly. Den Mann. Oh, Woltemade macht er richtig gut. Macht er gut. Woltemade, Romano Schmid. Duxch, Woltemade. Ah, zu kompliziert gespielt. Der Mann war außen komplett frei. Da hätte der Ball hingemusst. Arnold. Paredes. Baku. Jetzt wieder Arnold. Ball rüber. Mele. Ball wieder raus. Behrens jetzt mal auf Außen. Da bringt natürlich nicht viel. Lacron. Ja, jetzt sind die Wolfsburger mal komplett aufgerückt. Die ist auch ganz gut, diese Dreierreihe. Woltemade vorne und Duxch und Romano daneben sozusagen. Leo und Skelly auf einer Höhe. Das ist wirklich dieses 3-4-3. Wir sind gleich mal gespannt, wer euch so gut gefallen hat und wer nicht so. Zu viele Situationen immer, die so vorne spielen. Leo, Skelly, oh. Haben wir auf Umwegen. Jetzt Skelly rüber, den Mann. Das ist gar nicht den Mann, wer ist das? Duxch war das. Leo, Velkovic, Agu, Velkovic, Leo.
Wo hinten, jetzt ist der Mann da komplett blank. Da kommt der Ball auch zu dem Mann. Dem Mann wieder zurück. Hoffenheim führt 1-0 gegen Leverkusen. Eieiei. Elkovic, etc. So, ah, Ball weg. Einwurf Wolfsburg. Arnold. Paredes. Boah, Paredes geht da viel zu leicht durch. Dann Agu, Leo dazwischen wichtig. Romano macht er gut. Michael Zetterer. Langer Ball kommt. Jetzt die Wolfsburger über die rechte Seite. Kommen wir da hin? Nee. Den Mann. Den Mann. Ja, Ball weggeknallt. Einwurf Werder. Komm, anbieten, Freunde. Den Mann. Den Mann, Einwurf kommt. Oh Gott. Jung. Friede, den Mann. Ja, das ist doch alles zu. Warum spielt man da wieder rein? Weißt du, warum spielt man da wieder rein? Ich verstehe das nicht. Baku, Zetteratin, wunderbar. Zetterer, langer Ball kommt Richtung Romano Schmid. Romano holt sich den. Ah, leider. Romano kriegt da jetzt Ärger. Da sehr aufgeregt drüber. Handshake und weiter, ja. Ja, man muss auch sagen, man regt sich da natürlich drüber auf, aber es ist auch wirklich viel zu leicht. Es ist ein ganz leichter Schubser, ne? Kriegen wir den Ball dann noch irgendwie? Nee. Ball wieder raus. Nächster Einwurf. Ah, wird geprüft, Handspiel. Bornau schießt seinem eigenen Mitspieler an die Hand. Cesinger. Weiter geht's, ja. Das wär's auch. Und dann wäre, weißt du, oh Gott, ich will das eigentlich gar nicht vorstellen. Dann macht Duxch das Ding durch den Meter und dann kommen danach wieder die Jungs. Wo sind die Duxch-Hater? Wo sind die Duxch-Kritiker? Heute mal der richtig gut. Romano spielt stark. Duxch, oh! Das wäre ein schönes Ding gewesen. Das wäre wirklich ein schönes Ding gewesen. Oh! Guckt euch das an. Super gespielt von Woltemade. Schöner Ball von Romano und dann. Ich weiß gar nicht, war das Pfosten? War der abgefälscht? Was war's? Abgefälscht. Boah, schade, Mann. Schade. Schade.
Kommt jetzt, Jungs! Vollgas! Gib nur ein Gas, Vollgas! Den Mann, Jung. Jung, Ball kommt rein, abgeblockt. Den Mann jetzt. Jung, Agu, komm mal hier rüber. Spiel. Ah, Bruder, schick ihn doch da. Ja, die Ecke kannst du vergessen. Das ist quatschig. Wir haben auch keine, es gibt auch keine Torgefahr an der Ecke. Es ist einfach, keine Ahnung. Wie auch immer man auf die Idee kommt, bei einem 2-Meter-Mann dann die Ecken auf einmal kurz zu spielen. Ja, Bolzenwarte macht er gut. Den Mann gut. Duxch, boah, Duxch, der war nicht so gut. Jetzt aber doch, sind wir noch drin. Der Mann holt den, wichtig. Schön. Brennsituation gelöst. Duxch hier vorne meckern. Skelly. Romano. Friede. Baku. Boah. Agu köpft den raus. Ecke Wolfsburg. Eck bei Wolfsburg. Da müssen wir aufpassen, haben wir gerade eben schon mal gesehen. Drauf. Baku und Arnold stehen da bei der Ecke. Baku bringt die Ecke rein. Auf den zweiten Posten. Ach du Scheiße. Da haben wir aber Glück gehabt, dass wir nicht zum Abschluss kommen. Jetzt Konter. Romano Schmid. Links ganz viel Platz. Da kommt der Ball auch hin auf Leo Bittencourt. Leo Bittencourt gegen Arnold. Leo Bittencourt immer noch. Bittencourt bringt den Ball rein. Paredes steht dazwischen. Schade. Schade. Oh, Jürgensen! Jürgensen knallt 10 Kanalmitgliedschaften rein. Ich küsse dein Herz, mein Freund. Ich danke dir, Jürgensen. Oh Gott, bitte keine Elfmeter, bitte keine Elfmeter, bitte keine Elfmeter. Er gibt Elfmeter. Er gibt Elfmeter, gibt der Freistoß. Was gibt er? Was gibt er? Es wird jetzt geprüft. Erstmal kurz einmal für Jürgensen. Freistoß, wenn dann. Wenn dann ist Freistoß. Wenn dann ist Freistoß. Hanna, auch nochmal mit 5 Kanalmitgliedschaften. Hanna, vielen lieben Dank, Knutscher. Also, wenn dann ist Freistoß. Wenn dann Freistoß. Was wird jetzt geprüft? Hanna, für dich hier nochmal. Ich danke dir, Hanna. Rot, oh mein Gott, er gibt Rot für Notbremse. Nein, er gibt Rot für Jung. Was? Er entscheidet auf Notbremse. Das muss so geprüft werden. Das kannst du mir nicht erzählen. Das muss so geprüft werden. Das wäre so Untergang. Niemals, Digga. Das ist doch niemals rot. Beim besten Willen, das ist doch niemals Notbremse. Also wirklich, ich bitte euch, ne? Das ist niemals rot. Das ist niemals rot. Die Entscheidung steht. Er guckt es nicht nochmal an. Er guckt es nicht nochmal an.
Ach du Scheiße, Mann. Ah nein, Jung, Bruder. Das ist, mach Jung gar keinen Vorwurf eigentlich. Ne? Ich finde nicht, dass das rot ist, sage ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist Freistoß. Ach du Scheiße, Digga. Boah, das ist richtig bitter, ne, sag ich ehrlich. Sowas ist spielentscheidend, ne? Rote Karte so früh, Alter. Das ganze zweite Halbzeit mit einem Mann weniger dann. Ich finde, es war kein Foul, das ist das. Klar, wenn das Foul ist, dann ist es letzter Mann, es ist ja keiner mehr da. Aber für mich war das gar kein Foul. Für mich ist das gar kein Foul. Boah, es ist echt hart. Es ist echt hart, Freunde. Oh, ich muss die Szene später in der Halbzeit auf jeden Fall nochmal gucken, Alter. Sehr gefährliche Situation für Werder. Sehr gefährliche Situation. Freistoß kommt rein. Er wird flach getreten. Kriegen wir geklärt? Kriegen wir geklärt. Kriegen wir geklärt. Boah, Digga. Ja, das ist natürlich jetzt super bitter. Vor allen Dingen Jung auch gesperrt, ne, jetzt. Alvero ganz wichtig mit dem Kopf dazwischen. Gut. Hat der Alvero jetzt in die IV gezogen? Hä? Wir stehen da ganz komisch jetzt gerade drinne. Alvero spielt jetzt in der Mitte. Ja. Alvero spielt jetzt zentraler IV. Oh ne, Digga. Hoffentlich nur bis zur Halbzeit und dann muss er irgendwie in den Innenverteidiger bringen oder so. Oder spielst mit Viererkette mutig. Das wäre geil. Mit Viererkette dann zu spielen. Bis eh ein Mann weniger, dann Mittelfeld wird sowieso tief stehen. Einfach Viererkette stellen. Das wäre auch richtig geil. So ein bisschen wieder zum Glück zwingen. Wisst ihr, was ich meine? Alvero jetzt hinten drinne komplett rauszunehmen, fände ich falsch. Ecke Arnold jetzt. Noch eine Minute Nachspielzeit. Ecke kommt rein. Alter Schwede. Aguda, ich dachte, der macht ihn selber rein. Ne? Oh Gott. Also ich finde zwar, rote Karte, guck mal, die Sache ist so, wenn du da faul pfeifst, dann ist es halt rot, weil es Notbremse ist, Regelwerk. Das ist diese Scheiße, ne? Dass es dafür eine klare Regel gibt. Da muss eigentlich, muss da auch mehr flexibel, also was Flexibleres rein, dass das im Ermessen des Schiedsrichters ist. Kann nicht sein, dass sowas rot ist, das ist doch kein böses Foul, das ist gar nichts. So, jetzt sag ich aber, ich sage, es war nicht mal faul, deswegen sage ich keine rote. Ecke kommt rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nächste Chance. Wolfsburg. Oh, wir gucken zu. Wir gucken zu. Jungs, was macht ihr denn da? Wir gucken zu, wie der den reinschiebt. Ey. Guckt ihr das an. Das ist an dem Standard. Alter, gib den Jungs noch Popcorn. Guckt ihr das jetzt mal an. Ball fliegt durch und dann... Nimmt ihr den doch blöd an und dann, guck mal, Lacroix, Digga, ich schwör's dir, ne? Wenn Skelly doch da, guck mal, Skelly geht mit, jetzt guck mal, Skelly geht mit. Nick, Bruder, du musst doch auch mit verschieben. Was macht ihr da alle? Nur Agu rückt raus. Jungs, was macht ihr? Guck mal, nicht nur zugucken, auch mal einen Sprint anziehen da. Kurz vor der Halbzeit musst du doch nochmal Arsch zusammenbeißen. Du kannst doch nicht da nochmal so ein Ding kassieren. Du, ich krieg noch Geld wegen Meckern. Eieieiei.
Jetzt machen wir uns richtig platt selber, Alter. Ist das bescheuert, ey, ehrlich. Was macht ihr denn da? Kurz vor der Halbzeit, Mann! Ist das dumm, ehrlich. Ist das dumm, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Kotz im Strahl, Alter. Boah, was war das für ein Ding, ne? Ich will die Wiederholung gleich sehen von der roten Karte. Eieieiei. Mann, du. Das ist echt Quatsch, Junge. Das ist echt richtig Quatsch. Wahnsinn. Was sagt ihr zur ersten Halbzeit, Freunde? Schreibt's rein, was sagt ihr zur ersten Halbzeit? Was sagt ihr? Mann, ey. Zitter sein Ding und die anderen pennen auch. Kiste ist raus, ist verloren. Meckern durch. Digga, da kriegt der eine gelbe Karte für Meckern. Mann, er ist der blöd, Alter. Wir sind gerade mit einem Mann weniger. Gib den Jungs noch Popcorn. Ja, Bruder, wirklich, die gucken dazu, Alter. Kurz vor der Halbzeit sind die, haben die den Arsch offen. Jetzt mal, schwör's euch, was ist das? Was ist das? Du kannst doch nicht beim letzten Standard vor der Halbzeit, dann kriegst du so ein unnötiges Tor. Wir können ja froh sein, dass er den ersten schon nicht gemacht hat. Der erste hätte ja schon reingemusst. Da vertritt er ja noch, dann spielt er den noch rüber im Fünfer, Alter. Und wir gucken zu, der Einzige, der rausrückt, war Skelly, der mitschiebt und Felix Agu kommt langsam raus. Nick Woltemade steht daneben, guckt sich das aus erster Nähe an. Was ist das denn, Alter? Wirklich, ne? Unglaublich. Das ist so dumm, Alter, ehrlich. Dieses Spiel gehen wir so unnötig aus der Hand, ne? Wolfsburg, 2 Schüsse aufs Tor, führen 1-0. 2 Schüsse aufs Tor reichen neuerdings auch bei uns. 2 Schüsse aufs Tor reichen bei uns. Dass es nicht 2-0 steht, ist jetzt eigentlich für uns schon das Positivste, in Anführungszeichen. Alles, ich schwör's euch doch, du kannst doch nicht kurz vor der Halbzeit dieses Ding kriegen. Da musst du wenigstens mit dem Scheiß 0-0 in die Halbzeit gehen, damit du dann irgendwie was ausdüffeln kannst, dass du irgendwie so lang wie möglich die Null hältst und am Ende nochmal ein Ding zu ziehen mit einer roten Karte. Was will der denn jetzt machen? Es steht 1-0. Wenn du jetzt auf Fünferkette gehst, wenn du jetzt noch ein IV bringst, ich schwör's dir, wir werden dieses Spiel richtig, richtig unnötig hier mit Kusshand abgeben. So werden wir es machen. Du musst dieses Spiel jetzt, du musst mit Viererkette da rausgehen. Scheiß auf Jung, in Anführungszeichen, stell auf Viererkette, mach daraus hier die Viererkette, Friedel links, Velkovic rechts, Aru Demann links und Rechtsverteidiger, Alvero, Bittencourt, Doppel-6, Romano Schmid davor, Dux, Woltemade, erste Anläufer, Woltemade in der Defensive, reiht sich neben Schmid ein. So, steh kompakt hinten mit dem Mann, aber offensiv trotzdem weiter nach vorne. So musst du rangehen jetzt. Jetzt darfst du nicht noch einen Innenverteidiger bringen, wir sind mit einem Mann weniger und liegen mit 1-0 hinten. Wir kriegen ja nicht mal in voller Besetzung vorne das Ding rein. Ich will diese verkackte rote Karte gleich sehen. Im Leben war das keine rote Karte. Wir machen Abstimmung im Chat. Eins in Chat, wer sagt, ja, war rote Karte, also war faul, so. War faul, weil wenn er faul pfeift, dann ist es rot. Eins in Chat, wer sagt, war faul. Oder zwei in Chat, wer sagt, nein, war nix. War nix? Nix war das. Schreibt mal rein. Jimma ist gerade im Interview, warte mal. Warte mal kurz, Chat.
Ja, wenn der von dir reingegangen wäre, ne? Die sollen die scheiß rote Karte jetzt zeigen, Freunde. Ich muss kurz einmal, ich will das einmal sehen. Das hätte so das 1-0 sein müssen, ne? Wenn sie gerade nochmal wollte, mal das Chance, Digga. Ja, aber der muss rein, Bruder. Jetzt die rote Karte. Niemals rot! Beide waren mit dem Arm am Arbeiten, sag ich. Ja, genau, beide. Das Einzige, was von Jung echt unnötig war, sage ich euch ehrlich, war, dass der am Ende die Hand nochmal ausgepackt hat. Guck mal da jetzt, das ist so schlecht. Das war niemals faul. Das ist so dumm. Eieiei. Oh, sorry. Ich sag, beide arbeiten da mit dem Arm. Der Fehler von Jung ist, dass der am Ende die Hand so auspackt. Wenn er das weglässt, sage ich niemals rot. So sage ich, kann man wahrscheinlich geben. Weil halt der am Ende nochmal greift, diesen letzten Greifer, der war so dumm, Alter. Weil da, vorher arbeiten beide mit der Hand, beide arbeiten mit dem Arm. Oh, Mann, Freunde. Würdet ihr wechseln zur Halbzeit? Jung war nicht letzter Mann, Friede war vor ihm. Das habe ich gar nicht gesehen, Hermann. Da hätte ich vielleicht gerade nochmal drauf achten sollen, ne? Ob sie überhaupt letzter Mann war. Weil das wäre dann auch noch die Frage der Fragen gewesen. Aber ich frage mich da auch, warum geht der nicht raus und schaut sich das an? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Das checke ich auch nicht, ehrlich. Junge, Alter, fuck das alles ab, ne? Boah, ist das nervig, Freunde. Schreibt mal rein, würdet ihr hier nochmal korrekt wie Justin wollte mal gelobt? Ja, das ist super. Bittenkurt raus. War nicht letzter Mann. Bittenkurt auf rechts, Nabi auf die 6. Reinhardt. Ja, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin sofort wieder bei euch, Freunde. Dann mache ich hier einmal kurz Bild hier nur aus, da könnt ihr so weiter euren Chat wenigstens lesen.
So, bin wieder da. Ah, ihr seht mich nicht. Hab noch schnell so einen Proteinriegel hier geholt. Ich schwör's euch, weiß ich, wer von euch auch so Proteinriegel ballert. Ich empfehle euch, nicht die von den Top-Marken zu holen da, die da auch teilweise extrem teuer sind, sondern holt euch die von Aldi. Die sind die Besten. Die sind die Besten. Ihr müsst hier den da holen. Das ist der Beste. Warte, ich zeig's euch. Hier. Den müsst ihr euch holen. Das ist der Beste. Schmeckt wie Snickers, nur mit tausendmal besseren Werten. Kommt jetzt groß für Alvero. Ja, dann habe ich alles gesehen, Alter. Wenn Alvero rausgeht, dann habe ich alles gesehen. Ich bin auch abgefuckt, Leute. Ich bin so gespannt, Alter. Mit einem Mann weniger jetzt. Eieieiei. Was Sponsorship? Das wäre schön, wenn die mich sponsern würden, Alter. Müsste ich ja nicht mehr selber kaufen, Alter. Das wäre perfekt. Hm? Ja. Ich bin so sauer gerade, kann ich gar nicht denken, ey. Schatz, kannst du die beiden gleich weg zu mir gleich nochmal so eine Dings geben? Freunde, ich habe noch gesagt, wir hätten vor allem mutig aufstehen müssen, mutig agieren müssen. Du hättest das 1-0 machen müssen. Das wäre eine ganz andere Nummer gewesen. Jetzt, Wolfsburg war am Wackeln. Wolfsburg ist überhaupt nicht gut im Spiel. Die sind überhaupt nicht gut drin. Versteht ihr, was ich meine? So, aber du holst sie damit so zurück aus dieser ganzen Krise. Die haben seit, ich glaube, 14 Spielen kein Spiel gewonnen. Und du holst sie so zurück, das ist so unnötig, wirklich. Absolut dumm, absolut dumm. Und unsere nächsten Aufgaben sind alle Katastrophe. Wahnsinn, ey. Hinzu, danke dir, mein Bruder. Hinzu, hier einmal für dich. Ich danke dir. Danke trotzdem für den Support, obwohl es ein scheiß Spiel ist. Prinz Domdom, Knutscher, never give up, noch ist alles drin, ja, das kann was werden jetzt, du. So, Freunde, zweite Halbzeit steht jetzt an. So, zweite Halbzeit läuft. Ohne Wechsel. Alvero, das sieht so ein bisschen aus wie... Danke. Bin mal gespannt im eigenen Ballbesitz. Ich glaube, defensiv soll der sich einreihen hinten. Und offensiv macht er vielleicht den Sechser. Schätze ich. Ja, guck mal, sieht so aus, als ob Alvero dann auf der 6 steht, praktisch. Hin zu meinem Bruder. Knutscher, ich danke dir nochmal für die verschenkte Kanalmitgliedschaft. Danke, danke, danke. Danke dir, danke dir. Freistoß jetzt.
Arnold, Zetterer kommt raus, wichtig. Boah, Freunde, ey. Baku! Ach, Digga, dass er da so frei schießen kann, ne? Ist so lächerlich, ehrlich. Ist wirklich lächerlich, ey. Guckt euch das jetzt mal an. Guck mal jetzt, pass auf. Das kann's keinem erzählen. Wahnsinn. Was werden hier. Oh Gott, Wolfsburg mit der nächsten Chance. Ball kommt rein, Kopfball raus. Baku. Leo, hau den weg! Boah, jetzt die Wolfsburg wieder über die rechte Seite. Baku. Hamba. Baku, Einwurf kommt. Gott. Behrens. Alvero. Oh Gott. Alvero, wichtig. Duxch. Leo. Eieiei. Schön wieder Alvero. Und dann wieder verkackt. Alvero, der Einzige, der gerade in der zweiten Halbzeit funktioniert, irgendwie. Wahnsinn. Da, diese Weste, warum gibt es die noch nicht im Shop? Ich will die Weste auch haben. Das ist doch unglaublich. Habt ihr die gesehen, die Weste von Werner? Ich will die auch haben, die ist geil. Sieht richtig aus wie so eine Sommerweste dann. Nächster Ball kommt rein, Zetteratin. Oh, Freunde. Agu. Ja, seht ihr, im eigenen Ballbesitz bauen wir jetzt mit Viererkette auf. Den Mann sehr gut. Foul. Baku gelb. Ah ja, voll. Ah, Mann, ey. Was? Oh, Bruder. Sorry, ne, aber was ist das wieder? Oh, boah. Boah, krieg ich ja Kopfschmerzen bei, Alter. Da ich will gar nichts dazu sagen, Alter. Was war das hier ein Ball? Für die Leute, die es gerade nicht sehen, zwar Freistoß in der Anfang der Hälfte von Wolfsburg.
Alle Mann sind aufgerückt und der Ball fliegt über alle 10 Meter drüber. Also wirklich nicht mal in der Nähe von einem Spieler von uns. Gerade jetzt mit einem Mann weniger musst du aus Standards unbedingt was machen. Bolzmade hält da den Ball gut gegen 3. Kriegt auch den Freistoß. Guck mal, warum will Dux da überhaupt hingehen? Romano hat schon gesagt, ich mach den einfach jetzt. Ja. Habt ihr gesehen? Dux wollte schon wieder da hingehen. Das ist so crazy, ne? Bolzmade viel zu leicht den Ball verloren. Alvero, gut gearbeitet. Komm, da muss jemand hin, ne? Jetzt die Wolfsburger über die rechte Seite. Mele, Arnold. Und wieder Mele, völlig freigespielt. Mele geht rein, 16er. Schön, dem Mann. Stark verteidigt von dem Mann. Sehr, sehr stark verteidigt von dem Mann. Eieiei. Arnold jetzt bei der Ecke. Eieieiei. Arnold und Baku steht kurz. Aber ich glaube, dass Arnold den schießen wird, so wie er den Ball jetzt angepackt hat. Jo, Ecke kommt rein. Der ist so frei. Digga, er ist so frei. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Schaut euch das mal an, wie frei da Gerhard steht. Guckt euch das mal an, Freunde. Ach du Scheiße. Da kannst du ja froh sein, dass der da nichts draus macht, ne? Ist das schlecht, ehrlich. Wahnsinn, Alter. Die komplett abgehakt. Die haben alle, ich weiß nicht, was da gerade in dem Kopf los war, so. Ja, ist eh egal, oder was? Crazy, Alter. Was das für eine Moral. Alvero, schön. Bittencourt, Ballverlust. Ich weiß, bei ein paar Profis merkt man gerade richtig hart, dass denen das gerade irgendwie scheißegal ist. Ich schwör's dir, Alter. Die würde ich später so ums Stadion laufen schicken. Einfach ein bisschen nochmal joggen. Im Stadion. Ihr wisst, was ich meine. Nach dem Spiel. Um die ganze Zeit hin und her. Nochmal ein paar Runden laufen. So. Vor den Fans, so, das meine ich. Jeder, der jetzt nur Halbgas gibt, einfach danach nochmal ein bisschen laufen schicken. Wer so Halbgas spielt, Wahnsinn. Musst auch mal gucken, wie dann Hoffenheim mit 10 Mann gegen uns gespielt hat oder Dortmund mit 10 Mann gegen uns gespielt hat und wir dann mit 10 Mann. Arnold, Ball kommt rein. Veljkovic schießt ihn raus, wichtig. Macron. Boah, Duxia. Boah, schade, dem Mann. Schade. Gut dich mal. Ja, komm, jetzt hinter. Ballsperre. Hallo, Schiri. Bruder, ich bitte dich. Wenn das kein Sperren ohne... Ah, Digga, also beim besten Willen, ne? Das war so Quatsch gerade, ehrlich. Wahnsinn. Leo braucht ärztliche Versorgung jetzt erstmal. Guck dir mal das an, Alter. Im Fallen fliegt er auf Leo drauf, sehe ich hier gerade. Oh,
eine Spannung. Ich weiß nicht, ob das entweder Eiswasser oder irgendeine Creme. Eins von beiden. Alter, Freiburg schießt die Gladbach ab. 3-0 Freiburg. Hoffenheim führt doch immer noch gegen Leverkusen, ne? Crazy, Mann. Jetzt kommt gleich noch Lovro Meier. Da könnt ihr mal richtig gespannt sein. Der Junge ist richtig gut. Der Junge ist richtig gut. Der sieht erstmal die ganzen Lücken, sage ich euch. Leo humpelt. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut aussieht. Jetzt die Wolfsburger spielen das hinten raus. Velkovic und Seiten aus, richtig. Mit Testspiel ist das die 5. Niederlage in Folge plus Unentschieden gegen Darmstadt, ne? Boah. Seit 6 Wochen haben wir nur Scheiße, ich schwör's euch. So ein Hals, ey. Kommt mir sofort, ob die Jungs gar nicht checken, dass wir gerade hinten liegen, ne? Stark von Friedel. Schön, Marco. Richtig. Marco geht runter. Lovro Meier kommt rein. Freunde, ich weiß, gerade alles scheiße, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr einmal einen Daumen nach oben kurz da lassen würdet. Schnell mal ein Däumchen reindrücken. Abo da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wenn ihr mögt, gerne, wie gesagt, auch den neuen Discord-Channel abonnieren. Beziehungsweise da reingehen. Werden schon heiße Diskussionen hier geführt. Die größte Werder-Gruppe der Welt, die wir da aufbauen. Ist seit heute aktiv, also ja. Und jetzt die Wolfsburger mit dem nächsten Angriff. Behrens im 16er. Behrens, Ball kommt rein. Schlecht gespielt, Gott sei Dank. Das nenne ich Moral. Das nenne ich Moral von Zar. Rennt da noch bis zur Seitenlinie, weil er den Ball drin halten will, weißt du? Der Mann, Friedel. Timo Wagner, Mitglied schon seit 12 Monaten, schreibt rein, weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja. Glaub mir, wenn du hier in den letzten 20 Minuten ein Ding machst, im eigenen Stadion, dann ist egal, ob du zu 10 bist. Dann kannst du trotzdem alles holen. Dann kannst du alles holen. Aber dafür müsste halt erstmal ein Tor fallen, ne? Boah, das war wieder richtig gut gespielt von Arnold. Gut, dass der nicht angekommen ist. Eieieiei, Alter. Das ist echt, also. Ach ja, Freunde. Minuten.
Duxch, gut, Romano. Ja, musst du spielen, Bruder. Dann spiel den noch zurück. Spiel, spiel, spiel. Ja. So. Nächste Angel von Wolfsburg. Bornau. Das sieht wirklich so aus, als ob wir einfach jetzt nur noch zugucken, ne? Von vier Positionen aus. Ball kommt rein, Kopfball raus. Aru, wichtiger Kopfball. Ja, Freistoß Werder. Mann, 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 Alter. 63 Spielminute. Spiel doch. Etc. Kommt der lange Ball Richtung Duxch, der kommt an. Duxch gut, Woltemade. Probleme mit der Ballannahme. Und dann schlechter Ball auf Aru, den kriegt er auch nicht mehr. Ah, das war kein guter Ball. Das war kein guter Ball. Wieder. Der Mann läuft hoch an. Friede. Foul. Freistoß für uns. Meine einzige Hoffnung ist, dass Werner vielleicht dadurch sieht, ey, vielleicht kriegt doch auch mal eine Viererkette. Das wäre doch schön. So als Idee. Hätte ich Bock drauf. Und Alvero dann eben nicht aus der Startelf rausbauen, sondern Linenstay und Alvero vielleicht. Und davor dann noch Romano. Und dann ein Jimmer ganz vorne. Sowas. In so eine Richtung. Alvero, gut. Schade. Kam nicht ganz durch. Wer spielt jetzt hinten in der Abwehr? Wir spielen Viererkette. Christian Groß kommt. Ich fass es nicht. Was hat er vor? Hä? Was hat er denn jetzt vor? Alter, wenn der Alvero rausnimmt, ne? Dann habe ich echt... Oh, Fehlpass, jetzt vielleicht! Romano! Oh! Ich sag ja, wenn wir... wirklich aktiv und gut werden können, nur durch Fehler vom Gegner. Da wäre es fast so weit gewesen, ey. Romano, Bruder. Oh. Christian Groß, guck mal. Oh, und Nabi Keita kommt auch. Da bin ich ja mal gespannt jetzt bei Nabi. Bei Nabi bin ich richtig gespannt. Für wen bringt der aber Nabi? Skelly, ganz stark, Skelly. Oh, dann in den Rücken gespielt. Schön, dem Mann. Nein, schlecht, dem Mann. Oh Gott, da will er ihn drinnen halten. Und jetzt die Wolfsburger. Und Zetterer hält Maschine. Oh, Leo, was machst du? Die Situation war eigentlich geklärt. Leo, was war das denn, Bruder? Arnold, Abschluss weg. Alter, was macht denn Leo da? Ach du Scheiße, ein Fehler nach dem anderen jetzt. Skelly wollte den Ball rüberbringen, der Mann war schon losgelaufen.
wollte den Lauf haben, Skelly hat den heute auf dem Mann spielen. Dann der schlechte Abschluss von Wolfsburg, gut gehalten von Zetterer. Und jetzt guck mal, was Leo da macht. Der legt ihn einfach nochmal auf. Ach du Scheiße, ey. Nabi und Großkomm, wer geht runter? Ich sehe Skelly weiterhin. Wolzemade und Bittencourt gehen runter, okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wo er Skelly hinschiebt. Nee, keine Fünferkette. Nur einfach nicht. Ist immer noch Viererkette. Rosso macht praktisch den Part vor der IV. Macht jetzt so einen Dauerläufer. Alvero jetzt offensiv. Offensiver. Der macht jetzt die Leo-Position, so Pi mal Daumen. Musst du auch drin lassen, allein für Standards. Allein für Standards musst du ihn drin lassen. Arnold. Oh Gott, oh Gott. Ball kommt rein. Ah, ja, haben wir. Jetzt Nabi Keita. Konter. Boah, der spielt den Ball viel zu kurz auf Alvero. Spielminute 69. Fehlpass Wolfsburg, keiner von uns da. Malatini für Aro würde ich so oder so bringen, weil du dann halt praktisch das doppelt gemoppelt hast. Zum einen frische Kraft wieder hinten drin, zum anderen einen, der wirklich beide Positionen beherrscht, sowohl Rechtsverteidiger als auch Innenverteidiger. Also das Malatini macht, würde schon Sinn machen für Argo zu bringen, plus dass Argo auch noch eine Gelbe hat. Guter Ball Richtung Romano. Romano, der muss Keita sehen da, der muss da immer noch Keita sehen. Freistoß. Gelbe Karte für Bornau. Komm, jetzt mal eine Flanke. Einfach mal Richtung Alvero und der macht den dann rein. Das wäre doch was. So wie der Mann gerade geguckt hat, will auf jeden Fall durchschießen. So wie der Mann geguckt hat, schießt durchstehen. Ja, natürlich. Ball kommt rein. Vielleicht Alvero. Nee. Oh. Die sagen alle Handspiel. Abseits. Oh. Wir schauen nochmal drauf. Ja, war abseits. Also je nachdem wer. Aber war doch sowieso mit dem Kopf, oder? Und eben mit dem Kopf raus. Gar keine Hand gesehen. Schlechtes Timing beim Freistoß. Alle im Abseits, ganze Linie, top. So stelle ich mir einen gefährlichen Freistoß vor. ...4-3-2 spielen wir. Gut, etc. Gut von dem Mann. Ekovic, Friedel. Friedel mit einem langen Ball Richtung Romano Schmid. Der nimmt den eigentlich ganz gut sogar. Schade. Hat er nicht schlecht genommen. War wirklich nicht verkehrt. Jetzt Nabi Keita. Nabi Keita immer noch an zwei vorbei. Rosso. Aru. Spiel. Jo. Jetzt wieder gucken. Der Mann. Olivier Demann, Skelly Alvero, war nicht gut. Alvero kriegt gelb. Gibt
Tschüss, diese Beinmuskulatur von Skelly. Habt ihr das gerade gesehen, Junge? Alter Schalter. Alter Schalter! Abseits vorher. Ja. Ja, Skelly humpelt aber hier weiter. Könnte vielleicht eventuell für Skelly gleich auch eine Auswechslung. Da muss der eigentlich Hansen bringen. Wenn er Skelly auswechselt, für wen will er den bringen sonst? Den muss Hansen dann bringen. Romano macht das richtig gut. Immer noch Romano. Da muss er dann spielen. Einer zu viel. Einer zu viel. Musst du spielen. Keita, Fehlpass. Ach, scheiße. Konter für den VfL. Gefühlt kommt da keiner mit, ne? Gefühlt kommt da keiner mit bei Wolfsburg. Habt ihr das gerade gesehen? Crazy, oder? Junge, Junge, Junge. Paredes, Einwurf kommt. Chiri faul. Ja, offensiv faul. Ich gucke halt mal, wer kann er da im Mittelfeld noch bringen? Kann nur Opels oder Hansen bringen. Im Mittelfeld. Zweimal hat er gewechselt. Ja, ja, klar. Groß und Kater. Das wäre interessant. Am Ende kannst du halt auch noch offensiv wechseln. Kannst du auch noch Joel bringen für Dux vielleicht. Angenommen. Unser? Ne? Paredes Einwurf. Braucht er keinen Sturm? Aber was macht er so lange da jetzt? Er braucht gefühlt völlig Stunde für Einwurf, ja? Mele. Hansen, nee, Opitz geht, glaube ich, zur Bank, oder? Ja, ja, Opitz, das. Stachgradschein, wir sehen jetzt Hansen. Ich glaube, es war Opitz. Opitz als Tempo-Alternative zu bringen, ist gut, aber ich weiß nicht, ich würde auch Hansen reinschmeißen gleich. Was ja jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren. Wenn der jetzt Opitz gleich bringt, dann denke ich, wird der nochmal einen Wechsel machen, 5 Minuten vor Schluss, wo dann Joel und Hansen kommt. Meine Prognose. Hier habt ihr es zuerst gehört. Opitz kommt gleich und später kommen Joel und Hansen, wenn es weiter so steht. Foul. Gib ihm rot. Gib ihm rot. Gib ihm rot. Rot, 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 rot. Rot! Haha! Haha! Lacroix, geh runter da! Geh runter da! Ja, reg dich auf! Lass es raus! Lass es raus! Ja, brüll ein bisschen! Wir gucken nochmal drauf. Romano wäre an ihm vorbeigekommen. Hand geht raus, so wie bei Dings. So wie bei Dings. Wenn er auf der einen Seite die rote da gibt, muss er auch auf der anderen geben. Für mich beides keine, aber pff. Mir doch egal. Es wird geprüft. Wird es geprüft oder nicht?
Geh runter, bitte, bitte, geh doch runter. Geh doch runter, Bruder. Bitte, 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 bitte. Ja, er muss runter. Er muss runter! Jetzt alle Werder fahren, nochmal rein da! Nochmal rein da! 10 gegen 10! 10 gegen 10! Jetzt mutig wechseln! Hansen, Opels, Joel, alle drei rein! Alle drei rein! Schick die jungen Wilden rein! Lass den Kindergarten laufen, Junge, komm! Irgendwann müssen die Kinder laufen lernen! Komm rein da! Komm rein da! Zehn gegen zehn. Zehn gegen zehn. Komm schon! Kommt, Jungs! Hansen! Hansen! Isaac! Schickt alle den Hansen rein! Schickt alle den Hansen rein in Chat! Chat, macht den Wechsel-Emoji und Hansen rein! Wechsel-Emoji und Hansen rein! Einmal durchspam, alle Mitglieder! Hansen! Isaac! Wechsel, 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 Wechsel! Da hat er noch ein bisschen mehr! Ich will ein bisschen von ihm sehen. Er wird uns alle überzeugen, ich sag's euch. Er wird uns alle überzeugen. Hansen kommt jetzt für Alvero. Ja, Alvero hat platt gewürzt. Ist auch viel gelaufen. Hansen, Aaron! Isaac! Komm jetzt, Junge! Hansen! Navigator, oh, mit Tempo, Deichstube habt ihr gesehen, Navigator mit Tempo. Ball raus. Einfach für uns. Hansen! Isaac! Ja, Spiel. Foul, Schiri, foul! Zeig ihm gelb. Gelbe Karte, Ziesinger. Gelbe Karte! Ja, voll in die Hacken gelaufen. Gib ihm direkt lila. Weg mit dir. Lass doch mal Hansen oder Romano den Standard schießen. Das wäre mal eine Idee. Nein, natürlich macht sie da durch. Okay, dann halt. Passt den einfach. Passt den zu Hansen. Das ist die Idee. Passt zu Hansen und der macht ihn dann rein da. Aus der zweiten Reihe. Und dann sagt keiner mehr was zu ihm. Das ist es. Ah, der Ball kommt rein. Keita. Oh, Keita. Guck mal, ein zurück ist Hansen. Spiel. Felix Agu. Bringt den Ball wieder rein. Richtung dem Mann. Nee. Ja. Einwurf, Hansen. Felix Agu. Komm bitte, jetzt nochmal Powerplay, Alter. Die Wolfsburg sind komplett verunsichert. Romano. Und jetzt! Ah, nee. Ball fliegt über alle drüber. Offensiv faul. Ach, ich kann das nicht mehr. Mir geht's hier gut, du hast krass Augen. Bruder, ich habe einfach nur zu wenig geschlafen. Alles gut. Werder macht gleich ein Tor, dann geht's mir super immer. Da sagt der Offensiv faul. Weißt du, beide gehen hoch. Hast du schon mal Fußball selber gespielt, ne? Ich glaube nicht. Großer. Komm! Wolfsburg bereitet da gleich einen Dreierwechsel vor. Bleibt alle drei draußen da. Alle draußen bleiben. Braucht da gar nicht reinkommen. Spiel von draußen könnt ihr euch anschauen. Keiner braucht euch da auf dem Feld. Bleibt draußen. Na, jetzt kommen die echt alle drei, ne? Werner, schickt nochmal den Opitz rein. Der läuft wie ein Tier. Der läuft wie ein Großer.
Opels Malatini rein. Agu raus und Dux raus. Komm. Opels vorne rein. Ich schwör's dir, der knallt das Ding rein. Hansen Vorlage, Opels Tor. Das ist es. Ihr habt es zuerst gehört. Komm schon, bitte, 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 bitte. Komm, jetzt nochmal ein gutes Lied hier auf die Ohren. Ah, wunderbar. Ja, mach doch mal hier schneller deine Wechsel da. Komm schon. Mindestens 10 Minuten Nachspielzeit, sage ich. Weiter nur. Ich hab Hoffnung. Komm schon, Jungs. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ne, 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 ne. Hau ihn weg. Ja, er rettet ihn. Oh, Felix Agu, du bist der Beste. Oh, ich küsse deine Stirn, Junge. Jetzt Hansen. Hansen, schöner Doppelpass da. Hä, warum zeigt denn jetzt Z? Oh, Z hat sich verletzt. Du, das wäre aber schlecht, du. Hoffentlich erholt er sich gleich. Nabi Keita. Schön. Rosso. Ah, das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hast du Zetti? Hast du Zetti? Nein! Nein, 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 nein. Oh, ich hatte so Hoffnung mit dieser scheiß verkackten roten Karte. Bitte. 2-0. Und Zetti verletzt. Ah, Knöchel einmal. Oh, ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Missverständnis zwischen Keita und Grosso. Keita will den Lauf spielen, aber so schnell, so reaktionsschnell ist Grosso nicht, muss man auch so sagen. Eieieiei. Scheiß die Wand an, Junge. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Null, Alter. Ah. Keita. Ich hatte gerade eben echt nur mal kurz Hoffnung gehabt. Ne? Ich sage es euch wirklich, wie es ist. Langer Ball kommt. Friede. Gut. Grosso. Oh Gott, oh Gott. Ja, lauf weiter an da. Weiter anlaufen da. Romano ackert und ackert auch, ne? Ich sag schön. Schön hat den Ball angenommen. Oh Gott, Velkovic, das war aber ein Quatschball, Alter. Einwurf Wolfsburg. Was ein Scheißball, ne? Ist für uns Einwurf? Crazy, okay. Glück gehabt. Dem Mann, Bruder. Bruder, was war das denn? Der sagt, was machst du, was machst du? Hä? 1-1 Leverkusen, ja klar, die gleichen aus, weißt du? Schön, der Mann, der war stark, der war wichtig. Friede. Romano. Oh, schade. Oh, ey,
87. Minute. Hinzu, ich danke dir für die verschenkte Kanalmitgliedschaft, mein Freund. Vielen lieben Dank. Oh Gott, nächster Konter Wolfsburg, Paredes. Ball kommt in 16er, der ist schlecht, Gott sei Dank. Zetti. Hansen. Velkovic. Oh Gott. Aguda. Guck mal ganz hinten, der Mann. Ah, Hansen wird das schwierig angespielt auch. Auf der anderen Seite war der Mann so frei, ne? Da muss er spielen. Ah, 88 Spielminute. Arnold. Jetzt kriegt Hansen noch gelb. Oh Gott, jetzt bleibt er da liegen, ne? Guck mal, der trifft den nicht mal, Alter. Ach. Oh, Joel kommt. Und Opitz. Dux bleibt drauf. Wieso spielt eigentlich Dux immer durch, Alter? Das kannst du auch keinem mehr erzählen, ne? Romano raus und wer noch? Agu. Joel Emerson. Jetzt bringst du den Stürmer. Egal. Hoffentlich kriegt er nochmal seine Aktion. Der mit Opel zusammen da. Aber warum Dux durchspielt, ist auch so crazy. Ne? 2-1 Leverkusen. Leverkusen ist so crazy. Ne? Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal, Alter. Leverkusen ist so crazy, Alter. Das ist wirklich unfassbar, ey. Denen ist total egal, dass sie hinten liegen. Ne? Leverkusen dreht immer die Spiele, egal wie es steht. Opel sucht eine Anspielstation, keiner steht. Ja, stark, Jungs. Ne, wir haben ja Zeit, ne? 19. Mach's entspannt. Oh, Opel, was ein Fehlpass. Alter Schwede. Ecke, schön da, Marco. Ganz stark, aber Opitz, Digga, das war gar nichts, ne? Eieieiei. Mir tut das richtig leid, ne? Ausgerechnet bei so einem Spiel, dann kommt Hansen rein, Alter. Ich finde es richtig geil, dass er jetzt auf dem Platz ist, ne? Versteh mich nicht falsch, ich freue mich da sehr drüber. Aber ausgerechnet bei dem 2-0 gegen Wolfsburg jetzt, ey. Der Arme, ey. Oh, Keita, Emerson, Opitz. 4 Minuten Nachspielzeit. Geil wäre, wenn die halt irgendwie jetzt noch wenigstens ein Tor zusammen kreiert bekommen oder so. Das wäre geil. Ja, Zetti sieht gar nicht gut aus mit dem Fuß. Der beißt so auf die Zähne, aber das wird später auf jeden Fall eine Verletzung sein. 100 pro, sage ich. Guter Ball. Hansen, schick, komm, ja. Ah, Emerson, Bruder. Ich schwör's euch, ich dachte, der zieht jetzt an, ne? Na! Na, der Wolfsburg-Keeper hat natürlich jetzt Zeit. Oh, etc. Den Mann. Freistoß Wolfsburg, 92 Spielminute, noch 2 Minuten. Eieieiei. Und Mainz holt den nächsten Punkt, ne? Gegen Leipzig, hätte auch nicht jeder gedacht.
Eieiei. Abstoß, Werder. Parade ist so unnötig. Ne, kannst direkt, ja, kriegt auch gelb. Ist das dumm, Alter, wirklich. Ist das bescheuert, ey. Veljković. Marco Friedl. Keita. Gut. Veljković. Keita. Rosso. Friedl. Veljković. Kommt der Ball nochmal rein. Ah, oh, titscht ja auch noch so doof, dass keiner da von uns drankommt, ne? Eieiei. Der hat Friede gesehen, holt sich die Gelbe ab. Taktisch ist voll. Ne, kriegt er gar nichts. Krass. Eine Minute noch. Komm, macht mal schneller da, Alter. Keiner hat da irgendwie Dings, ey. Kommt der da noch dran? Nee, schade. Nächster Einwurf. Kommt schon. Den Mann. Maaßen, den Mann. Hansen. Hansen, schade. Hat wollte es ja nochmal versuchen. Abpfiff. Ja. Eieiei, Digga. Eieiei. Ah, vierte Bundesliga-Niederlage in Folge. Davor ein Unentschieden in Darmstadt, Alter. Vier Niederlagen in Folge, Mann. Das ist unglaublich, ne? Das, vor allem, das war ein richtiges Knackspiel, ne? Das war ein richtiges Knackspiel eigentlich. Du kriegst nach vorne einfach über 90 Minuten nichts gebacken. Gar nichts gebacken. Nichts. Gar nichts kriegst du gebacken. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das hier mal an hier. Das kann es keinem erzählen, Alter. Eieieiei. Da bist du echt verzweifelt, Alter. Das ist so eine Scheiße, ehrlich. Werder Aufbaugegner, ja. Absolut den Arsch offen haben die beim. Das ist so dumm, Alter. Beide Tore haben wir denen eingeschenkt. Beide Tore haben wir denen eingeschenkt. Das finde ich das Schlimmste noch. Wir kriegen beide Tore, haben wir denen eingeschenkt. Wir haben so den Arsch offen, Junge, das ist so geisteskrank, Digga. Und nach vorne geht gar nichts. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Auch in der ersten Halbzeit schon. Wir kriegen nach vorne einfach nichts gebacken, Alter. Wir schießen in 90 Minuten einmal aufs Tor. Einmal. Dann knall den doch zur Not einfach mal drauf. So schlecht, ehrlich, ey. Fuck mich das ab, ne? Das ist wirklich geisteskrank. Das ist so geisteskrank, ehrlich. Ich kann das nicht begreifen, ey. Holst du etwa, schreibt der Alter. Jetzt kommen wieder, weißt du? Jetzt kommen wieder die drei großen Fans, Junge. Holst du etwa? Komm mal klar, Junge. Komm mal ganz schnell klar, Junge. Boah, ist das abgefuckt, ehrlich. Ist das abgefuckt, wirklich.
ganz, ganz schlimme Niederlage. Vierte in Folge. Davor ein Unentschieden gegen Darmstadt. Das ist wirklich gar nichts mehr. Und die Wolfsburger machen Party. Nach 13 Spielen bringst du die wieder rein. Nach 13 Spielen musst du die mal reinziehen, Alter. Hier, Freunde. Unser neuer Discord-Server soll der größte Discord-Werder-Server sein, den es jemals gab. Hier, guck mal, das sind alles Leute, die gerade eben schon reingejoint sind. Also ihr merkt, eine Menge Leute sind schon drinne jetzt. Willkommen an alle, die jetzt neu drin sind. Ich schicke euch jetzt hier nochmal einen Link rein. Da könnt ihr natürlich euren Frust auch gerne rauslassen. Nur bitte keine Beleidigung reinschreiben. Tauscht euch gerne aus untereinander. Dieser Discord-Server soll für alle Werder-Fans sein. So, ob ihr jetzt, sage ich jetzt mal, Instagram habt oder YouTube oder nicht oder was weiß ich, geht da rein. Wenn ihr ganz clever seid und hier Kanalmitglied seid, dann verknüpft euer YouTube mit Discord, dann seid ihr automatisch auf Discord auch Kanalmitglied. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwas neu oder so, sondern ihr seid hier bei mir Kanalmitglied auf YouTube. So, und dann habt ihr praktisch automatischen Status, auch Kanalmitglied bei Discord, wenn ihr euren Kanal verknüpft. Guck mal hier, vielen lieben Dank, Grüße an Ente, an Frackers, an Schmieres, Cham, Egen, High 5, an Bent, an Schaumburger, Knutscher, willkommen euch alle, willkommen Kalle, willkommen Lot Nils. Kurz zur Erklärung, hier kommt ihr, landet ihr rein bei Willkommen. Hier findet der Stammtisch statt, bei Wartehalle, da findet der Stammtisch statt, da ziehst du hier rüber. Hier Ankündigung, seht ihr mal, was als nächstes ansteht. Hier war jetzt zum Beispiel heute eben das Spiel. Das seht ihr dann so. Watch Along Renico Stream 14:15. Da seht ihr auch immer, wo das Spiel dann läuft. Also in dem Fall jetzt bei Sky. Dann habt ihr hier Instagram, YouTube. Das ist jetzt beides noch in Arbeit. Hier seht ihr dann immer unsere neuesten Videos, YouTube-Videos. Da könnt ihr immer auf das neueste YouTube-Video gehen und euch das angucken. Werder Bremen News ist direkt verknüpft. Da kommen automatisch die neuesten Werder-Nachrichten reingeschossen. Könnt ihr, wie gesagt, abchecken. Hier kommen automatisch die neuesten Gerüchte rein, Zugänge, Abgänge. Dann ganz unten links habt ihr Diskussion. Hier könnt ihr, wie gesagt, einfach untereinander diskutieren. Seht ihr ja hier, zack. Für alle, wie gesagt, für alle ist das hier absolut, schön, könnt ihr untereinander diskutieren, untereinander schreiben, machen auch schon viele. Hier habt ihr Memes, könnt ihr Memes erstellen, da reinschicken, solange die nicht unter der Gürtellinie gehen und mit Humor sichtbar sind, dann ist doch alles gut. Ja, und hier, wie gesagt, willkommen an Rubinho, an Kohle, an Lot, an Mike, an Ralle, an Mick. Willkommen an Eddie, Grün-Weiß. So, ich schicke nochmal den Link rein. Macht den Discord voll, diskutiert gerne. Ich poste gleich rein, wenn mein neues Video online ist. Ich werde eine Analyse jetzt aufnehmen. Bin komplett bedient gerade. Weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen soll, Freunde. Wirklich, ich bin einfach nur extrem genervt. Umfrage hat Folgendes ergeben. 1600 Leute haben abgestimmt. 43% hatten auch für Werder gestimmt. 41% hatten sogar für Wolfsburg gestimmt. Ist auch crazy. Ja, so. Was soll ich jetzt noch sagen? Gibt es nichts mehr, ne? Bin einfach bedient. Bin einfach nur bedient. Hab keinen Bock mehr gerade auf gar nichts. Mach jetzt auch das Ding hier zu. Ich bin einfach nur, wie gesagt, absolut genervt. Wir machen trotzdem noch eine gute Tat am Tag. Gerne nochmal alle einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Und dann für die Leute, die jetzt auf YouTube bleiben wollen, machen wir natürlich eine Weiterleitung an Lia. Da könnt ihr dann euch das Topspiel mit ihm gemeinsam anschauen. Ja, genau. Und dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Ich bin raus, euer Nico.